Jawohl, und da haben wir den Sean schon wieder eingefangen. Ich habe auch gerade noch eben so schnell Luft holen können von der einen Moderation hier in die nächste schnell geguckt. Der Sean muss auch Luft holen, weil der hat noch viel länger geredet, als ich das gerade getan habe. Aber so ist das. Ganz im Ernst, das macht auch viel mehr Spaß, das so zu machen, als wenn man hier die ganze Zeit, ich sitze ja nicht die ganze Zeit hier, aber ne, als wenn man hier untätig irgendwas Absolut. machen würde, wäre Absolut. ja auch doof. Und demzufolge kann der Sean jetzt erstmal einen Schluck trinken, so ein bisschen gucken, sich zu orientieren, um dann hier gleich so ein bisschen was auch weiterzumachen. Das ist ja, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. So. Schon, was haben wir denn jetzt eigentlich so auf dem Programm stehen? Ich bin ja jetzt vom Track B einfach hier rüber gekommen. Was kannst du uns da erzählen? Ja, wir hatten ja eben den Talk über Snap, Flatpak und App-Images, haben sogar ein bisschen überzogen. War eine sehr, sehr tolle Diskussion. Vielen Dank da nochmal an Micha und Hauke. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu der Auflösung der Tuxtage-Umfragen. Wir schauen uns einfach mal an, was ihr denn so gesagt habt, was ihr denn darüber so meint. Und ich gehe hier mal ganz kurz drauf, teile gleich meinen Bildschirm. Wir haben 77 Teilnehmer. Vielen, 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 vielen Dank. Damit sind die Umfragen jetzt geschlossen. Und ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Ein Moment, Zusammenfassung hier, das passt gut. Und irgendwie kurzer, genau. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Ich teile einfach mal meinen Bildschirm. Zack. Und ich gehe hier mal in den Vollbildmodus und gehe hier mal ein bisschen größer, dass wir hier auch ein bisschen mehr sehen. Ne? Das machen wir zu. Schau mal, damit können wir doch arbeiten. Also, wunderbar. Am Anfang kommen wir einfach mal zu einer Frage. Die Tuxtage-Fragen, die würde ich erstmal so ein bisschen, tun wir mal ein bisschen vorlesen, aber wir gehen dann mehr auf die Interpretation von der Linux-Nutzung natürlich. Welcher Programmpunkt-Vortrag hat dir am besten gefallen? Talk über Snap Flatpak App Image, sehr cool. Da war jemand ganz zeitig fertig. Genau. Alterte Linux Community, was kann man dagegen unternehmen? Sehr, sehr stark, wunderschön. Univention, witzigster Beitrag ever bei den Tux-Tagen. Haben wir häufiger gehört, nicht nur von den Zuschauern, auch im Team. Ne? Haben wir den sehr, sehr gemocht. Die Übersicht über alle Linux Desktops, sehr cool. Und ButterfSDQ im Raum, stark. Na, kommen wir dessen, die vom Government, genau, von Univention war das. Erste Schritte mit Inkscape, war sehr, sehr toll. Inkscape-Vortrag von Maren. Erste Schritte mit Inkscape. Kommen wir dessen, die vom Government. Diskussion, Prozessdiskussion, raus aus der Bubble tatsächlich. Ich höre dem Hans gerne zu. Oh ja, ich aber auch. MX Linux, sehr schick, sehr schick. Übersicht über Linux Desktop, Michel Franken wieder. Hauke mit M23, wieder spielen unter Linux an Füllhorn der Möglichkeit, war auch toll. Univention wieder. Ja, wir werten das einfach mal aus, wer da wirklich so Platz 1 ist. Und je nachdem, was euch am besten gefallen hat, ja, werden wir dann solche Vorträge in der Art mehr akzeptieren im nächsten Jahr und andere dann vielleicht so ein bisschen weniger, dass wir einfach so sehen, okay, gut, wir orientieren uns da inhaltlich einfach dorthin, was ihr am liebsten schaut und das, was euch am besten gefallen hat. Natürlich gehen wir davon auch aus, wer hat das vorgetragen und so weiter. Das geben wir alle durch. Dann würde ich sagen, wie wurdest du auf die Tuxtage aufmerksam? Durch YouTube die Hälfte, 30% durch Linux-Seiten und auch durch Social Media dann tatsächlich ein paar. Also tatsächlich sehr stark, dass hier der Linux-YouTube-Kanal noch gut carried, sagt man so schön, ja, also einfach schön zieht, aber auch die News-Seiten und damit auch herzlichen Dank an linuxnews.de, gibt ganz, ganz tolle Neuigkeiten dort oder linuxmagazin.com, aber auch gnulinux.ch und auch michelfranken.de. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Seiten oder die Tux-Tage erwähnt habt und so. Und ich meine, es werden auch noch ein paar andere gewesen sein. Herzlichen Dank dafür. Ja, ansonsten, weiter geht es. Seit wann bist du bei den Tux-Tagen dabei? 40% haben ihre erste Tux-Tage. Krass, oder? Wir Das machen das ist heute schon viel, zum ja. dritten Mal. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Ja, weil die anderen Veranstaltungen ja auch eine ganz andere oder ganz andere Rahmenbedingungen hatten. Ne? Das heißt also, wir waren ja teilweise mit der ersten im Lockdown, mit der zweiten so im halben Lockdown. Da hätte ich jetzt fast drauf getippt. Aber dass es diese jetzt ist, das ist schon echt ein Ding. Anscheinend ist unsere Promo-Aktion an dieser Stelle für diese aktuellen Tux-Tage jetzt dann breiter gewesen, so dass das dann auch zu dieser Abstimmung gekommen ist schon.
Sehr schick. Und das zeigt tatsächlich, auch wenn alle wieder offline hingehen, online haben wir auch ordentlich Power. Und damit herzlichen Dank. Freut uns, dass ihr alle dabei seid. Und sehr, sehr stark. Das heißt aber auch, wir haben ungefähr genau die gleichen Zuschauerzahlen. Ein bisschen mehr tatsächlich als letztes Jahr, was toll ist. So, ich sag mal 10-15% mehr als letztes Jahr. Heißt natürlich, dass wir auch wieder ein bisschen verloren haben an Leuten, die natürlich vielleicht in den zuvorigen Jahren dabei waren. Aber ich denke, das ist ganz normal, ne? Dass man mal ein bisschen austauscht. Aber dass wir auch dieses Jahr so viel Neue haben. Herzlich willkommen und freut uns, dass ihr da seid. Vielleicht sehen wir euch ja wieder nächstes Jahr. Wir sind jedes Jahr im November. Ich denke, nächstes Jahr wird es wieder Tux-Tage geben. Haben wir zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber es sieht gerade sehr danach aus. Also von daher sehr, sehr schön. Toll, dass ihr da seid. Und wie gefallen euch bis jetzt die Tux-Tage? Nicht so einer. Da hoffen wir, dass wir das im Feedback noch mal ein bisschen genauer sehen. Aber dem größten Teil gefällt es sehr gut. 90% geben mindestens die Note 2. Ich denke, das ist okay. Genau, wunderbar. Dann, was können wir besser machen? Das werden wir uns dann nochmal separat durchlesen. Ich glaube, das ist viel zu viel, was wir hier durchlesen können. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so viel geschrieben habt. Wir werden uns alles durchlesen. Heute Abend an der Teambesprechung. Wir haben nach der Verabschiedung, geht es für uns auch mal richtig los. Dort werden wir auch nochmal den ganzen Spaß durchgehen und uns auch wirklich alles durchlesen. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Das hilft uns sehr, dass wir die Tux-Tage im nächsten Jahr noch besser machen können. Genau, gibt es hier was besonders gut gefällt? Die familiäre Atmosphäre, das ist schön. Tux-Tage 3D, das 3D-Gelände kommt sehr gut an. Ich habe da fast gedacht, also wir schauen mal später in der Umfrage auch nochmal, wie gut euch das gefällt. Habe ich auch im Vorfeld so teilweise sehr viel Kritik erhalten, so, ja, ob das so wird, dieses Metaverse. Wir haben es dann in Richtung 3D-Gelände umbenannt. Das ist nun sozusagen der Name Metaverse, der ja auch teilweise leider sehr negativ behaftet ist momentan, etwas in den Hintergrund gerückt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum, welcher Desktop ist dein Lieblingsdesktop? Was sagst du dazu, Lars? Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Ich gucke da immer so ein bisschen was drauf. Ja, noch einmal, ich komme da ja vielleicht auch so als einer ein bisschen aus einem ganz anderen Bereich und kann dann vielleicht da auch gar nicht so großartig drüber mitreden. Will ich vielleicht auch gar nicht, aber da bin ich echt überrascht. Weil den Eindruck, den ich immer so auch von draußen habe, eigentlich immer ein anderer ist. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage der Klientel, die wir hier haben. Dass GNOME so weit hinten ist und Cinnamon dann so weit vorne ist, mag dann hier natürlich auch, wie gesagt, hier an den Zuhörern liegen. Überrascht mich. Weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich trinke auch noch ganz stark. Ach so, Entschuldigung. Die Tux-Tage-Tasse. Alles schmeckt besser aus der Tux-Tage-Tasse. So, also, ich muss sagen, mich überrascht es auch. Und da müssen wir natürlich auch sagen, diese Umfrage ist ein bisschen verfälscht, wenn wir sehen, dass 50% durch YouTube kommen. Ne, durch meinen YouTube-Kanal. Das heißt, wir haben eigentlich hauptsächlich, ich würde sagen, mein YouTube-Kanal ist sowieso mehr für normale Linux-Nutzer, nicht so krass wie die Linux-Profis. Ich glaube, die Linux-Profis sind eher hier drinnen und vielleicht noch hier drinnen. Mhm. Ne, aber durch YouTube kommen viele, also es sind auch ein paar Profis dabei, aber viele sind eher Casual-Nutzer, sage ich mal, also so ganz normale Nutzer. Und von daher würde ich mal sagen, ist das, ich würde einfach mal sagen, in dem Fall etwas verfälscht mit Cinnamon. Ne? Aber es ist toll, also Cinnamon ist ein toller Desktop. Aber ja, dass GNOME so weit hinten ist und gut gleichzieht mit XFCE, das ist schon eine Sache. Ne? Klar, wir haben nur 77 Abstimmungen gehabt, von daher 77 Leute. Das sagt natürlich nicht über das Verhalten von Zehntausenden aus. Ne? Klar, aber es gibt zumindest schon mal eine Richtung. Klar. KDE Plasma hat mich auch überrascht, dass es so weit oben ist. War es vor allen Dingen vor 2 Jahren auch, meine ich. Und da war es sogar noch weiter oben. Da war es tatsächlich auf Platz 1, meine ich. Cinnamon müsste auf Platz 2 gewesen sein. Aber dass Cinnamon jetzt KDE überholt hat, finde ich auch stark. Natürlich kann auch sein, natürlich, dass die Zuschauer sich jetzt auch ganz anders zusammensetzen. Ja. Ansonsten Tastatur bin ich im Desktop. Ne? Haben wir hier auch ein paar mit dabei. Pentium auch nochmal, also Elementary OS-Nutzer wahrscheinlich. Mate haben wir gar nicht so viele. Ich muss sagen, ich finde auch Mate gar nicht so toll. Und da sehen wir auch nochmal, also nicht so
Ist es schon okay, aber ich weiß nicht, warum ich ihn nutzen sollte. Dann nutze ich lieber ein XFCE. Und das sagt in dem Fall auch eher die Community, dass Mate eher weiter, also nicht so unbedingt das ist, die Wahl ist, sondern eher meistens XFCE. XFCE ist auch ein geiler Desktop. Ne? Ich glaube, das können wir alle mal festhalten. So als Zitat im Jahr 2022. Na, so, weiter geht es mit einer weiteren Frage. Alex Cute, kaum jemand, Unity, sehr wenig. Ja, sehr schade. Ja, Deepin 0, nur die Konsole, also das wären dann nur die Server-Admins gewesen, die vielleicht sonst Windows oder macOS haben, haben wir aber keinen jedenfalls dabei gehabt. Welche Internetbrowser nutzt du regelmäßig? Alle haben den richtigen angekreuzt. Sehr stark. Mhm. Ich muss sagen, das verwundert mich. Also ich finde es toll. Ich bin auch hauptsächlich Firefox-Nutzer, aber ich bin jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen immer mehr in Richtung Chromium und Chrome gedriftet, weil ich gemerkt habe, dass Firefox extrem langsam ist. Beispielsweise, wenn wir die Tux-Tage-Webseite bearbeiten, wenn ich auf die Nextcloud gehe oder so, dann ist Firefox bei mir extrem langsam geworden in den letzten Monaten. Und da muss ich sagen, finde ich es schade. Aber trotzdem sehen wir hier, Chromium, Google Chrome sind natürlich, wenn man zusammenzählt, auf 40%. Ja. Wichtig, wir kommen hier über 100%, weil wir Kontrollkästchen haben. Ne? Aber das heißt, 80% der Nutzer nutzen auf jeden Fall Firefox mit und trotzdem noch ein paar Google Chrome und Chromium. Finde ich auch stark, dass Google Chrome dann doch noch so viel ist, weil Chromium ja eigentlich eher das Freiere ist. Aber Brave haben wir auch direkt dahinter dann. Microsoft Edge, Opera sind auf dem absteigenden Ast, Vivaldi auch, war früher, glaube ich, auch mehr angesagt. Tor könnte vielleicht sogar ein bisschen gestiegen sein. Ne? Ja. Aber ansonsten, Brave ist auch cool, dass das so viele nutzen, ist auch ein toller Browser. Ich selber konnte mich nicht damit anfreunden, habe ich aber auch mal eine Zeit lang genutzt. Könnte man vielleicht auch mal machen. Welchen Browser nutzt du? Firefox natürlich in der Hauptsache. Manchmal komme ich um Chromium nicht drumherum, aus den gleichen Gründen, die du gerade auch schon gesagt hast. Manchmal aus Kompatibilitätsgründen braucht man ihn, ja, aber erste Wahl wird er nie sein. Ja, und deswegen, ich kann dieses Bild, so wie es da steht, definitiv verstehen. Allein aus Sicherheits- und Datenschutzgründen ist der Firefox immer an erster Stelle. Vor allem kann ich damit auch hier meinen internen Tor-Proxy direkt konfigurieren. Das kann ich mit Chromium auch, ja, über eine Befehlszeile, selbstverständlich. Ja, aber im Firefox kann ich das schnell mal an- und ausmachen, wenn bestimmte Seiten nicht gehen. Und deswegen ist Firefox bei mir ganz vorne dabei, ja, ohne Frage. Sehr cool. Richtig cool. Gut, weiter geht's. Mit, setzt du auf deinem Rechner auf Dualboot? Wie viele Dualboot-Nutzer haben wir? Gar nicht so viele. Das überrascht ungefähr mich jetzt, ehrlich gesagt. Mich auch. Die meisten haben wirklich nur ein System. Ja. Und nur 10% haben noch ein anderes Linux drauf. Das heißt wirklich, 70% sind gefestigt in ihrer, jedenfalls scheinen gefestigt zu sein, in ihrer Distributionswahl, was ich stark finde, was ich gut finde, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Weil, ja, dann ist man da angekommen, man ist zufrieden mit der Distribution und kann richtig gut arbeiten und wechselt nicht die ganze Zeit hin und her. Ne? Ansonsten auch, ja, mit einem anderen sonstigen OS, ja, mit anderen Linux weniger und wirklich auch Windows sehr wenig, finde ich, finde ich cool und uncool, je nachdem, weil vielleicht wünscht man sich auch noch ein paar Nutzer, die vielleicht auch parallel, beziehungsweise die einfach mehr von Windows kommen. Mag aber auch einfach sein, dass die meisten Leute, die von der Windows-Welt kommen, dann irgendwann wirklich sehen, sie brauchen kein Windows mehr. Habe ich auch vorhin im Chat gelesen irgendwo, ja, ich habe Linux neben Windows installiert und so weiter und seitdem habe ich es nicht mehr gestartet. Ich glaube, es war ein YouTube-Kommentar vorhin. Aber ja, ne, mag sein, finde ich cool und finde ich auch nochmal einen starken Statement, beispielsweise auch für Manjaro. Manjaro kann beispielsweise nicht unbedingt mit dem Group umgehen, mit anderen Group-Systemen von anderen Betriebssystemen. Die brauchen immer ihr eigenes Group und von daher gibt diese Umfrage hier tatsächlich doch nochmal gut Rückenwind für Manjaro tatsächlich, weil gar nicht so viele andere Linux nutzen. Natürlich noch 10%, aber es sind deutlich weniger, als ich mir vorgestellt habe, oder? Ja, nee, ohne Frage. Ne? Es gibt ja ganz viele, die auf proprietäre Software auch noch angewiesen sind und dann zwangsläufig ihr Windows auch benötigen. Logisch, ne? Gerade im beruflichen Umfeld, aber so, ne? Ist Linux dann schon da richtig installiert, diejenigen. Alles andere braucht man eh nicht.
Absolut, würde ich so sagen. Ja. Gut, wann installierst du dein Desktop-System neu? Einfach mal eine Frage, wie häufig aktualisiert euer System? Wann installiert ihr es überhaupt neu? Also ihr sagt ab und zu, ich überspringe manche Versionen und aktualisiere nach einigen Jahren mein System neu. Sagen 27%. Dann 23% haben ein Rolling-Release-System, die haben dieses Problem nicht. Dann haben 21% bei jeder LTS-Version der Linux-Distribution, da würde ich mich, also nee, neu installieren würde ich mich nicht da einordnen. Ich würde mich auch in der ersten Gruppe einordnen, aber ich aktualisiere sozusagen mein Betriebssystem auf jede neue LTS-Version quasi mit. Ansonsten gar nicht, ich aktualisiere schon immer auf die neueste Version. Ne? Also, okay, check. Also tatsächlich in der Hinsicht gedacht, die Frage, vielleicht war die Frau gerade das etwas unverständlich formuliert. Das heißt, du installierst dein System nie neu, sondern aktualisierst immer auf die neueste Version. Da würde ich mich nie mehr einordnen. Ne? Und dann ansonsten nach jeder Veröffentlichung einer neuen Version beim Kauf eines neuen Computers und auch einer hat das erstmal ausgelassen. Okay, sehr, sehr stark tatsächlich. 23% haben nur ein Rolling Release System. Ja. Der Rest ist auf Stable Release hiermit. Ja, ich bin auch bei Rolling Release, bei allen Systemen, die ich irgendwo habe. Ich habe entweder auf den Laptop Manjaro und auf allen anderen Servern habe ich Arch und deswegen ausschließlich Rolling Release. Und ich lebe da echt super gut mit. Absolut, absolut. Mhm. Dann kommt da gerade die Frage, die Distri-Frage ist leider unverständlich. Wo werden die erfasst, die 1-N VMs benutzen? Haben wir in dem Fall nicht gefragt. Ne, es geht wirklich, was hast du physisch auf dem Rechner installiert? Ne? Das ist erstmal auch nicht der Sinn der Frage gewesen. So, Workstation mit Dualboot, okay, da kommen nochmal die verschiedenen Sachen. Besser KVM als Dualboot ist auch eine Frage. Das ist eine Frage gewesen, die wir vielleicht auch reinfügen hätten können. Nutzt ihr Virtual Maschinen für was? Ne? Weil wie viele nutzt ihr eigentlich VMs? Das würde mich auch mal interessieren. Wie viele Bildschirme hat dein Hauptcomputer? Witzig, oder? Schau mal. Ja, das ist ein 1, 2, 3 ist lustig. Absolut, ne? Ein Hauptbildschirm haben 40%, über 40%. Boah. Zwei Bildschirme haben aber auch schon 40%. Und das finde ich stark, dass wirklich so viele zwei Bildschirme haben auf ihrem Hauptrechner. Das finde ich extrem viel, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich extrem viel. Und da würde ich sagen, haben wir tatsächlich auch viele Pros dann so mit dabei. Weil ich glaube, die meisten, die viele auf dem Rechner machen, die werden dann auch mehrere Bildschirme haben. Ja. Und von daher haben wir da schon relativ viele hier mit zwei oder drei Bildschirmen. Wie viele hast du, Nas? Muss ich das sagen? Meine Zahl ist 30. Nicht gelistet. Dann also da unten wahrscheinlich. Ja, definitiv. Sehr stark. Ja, krass. Wie viele hast du? An deiner Rechner. Sechs Bildschirme. Das heißt also, wow. Und du schaffst es, überall ein Fenster irgendwo mal hinzubringen. Also ich muss sagen, ich habe ja drei und also trotzdem ist alles voll bei mir, aber ich wüsste nicht, was ich gleichzeitig wirklich so häufig brauche. Ich habe dann noch diverse Server, die ich dann gleichzeitig dann auf den Fenstern als Terminal oder sonstige Sachen offen habe. Die habe ich dann auf diesen Monitoren, die ich dann auch benutze. Ja, und nicht ständig da in den Fenstern rumklicken muss, das ist eigentlich so ein bisschen der Grund. Okay, stark, 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 stark. Ja, krass. Ja gut, bei Server macht es Sinn, ja, aber da teile ich dann manchmal auch den Bildschirm, dann kriege ich auch 6 Server drauf, wenn man so möchte, aber ich brauche noch mindestens eine Anleitung und mindestens ein Fenster, wo ich googeln kann, gefühlt. Von daher, ja gut. Okay, wofür verwendest du dann Linux? Da konnte man jetzt wieder mehr ankreuzen, also 95% Surf im Internet, 84% für Büroarbeit auch noch, also 84% unserer Linux-Nutzer nutzen das Ding auch für Büroarbeit. 70% schauen Serien und Filme. Sehr cool, dass dann doch so viele dann da auch, ich sag mal, in Richtung Multimedia gehen, zum Basteln. Das ist also für, ich meine, Raspberry Pi und so weiter gedacht. Nutzen das wirklich 50% zum Basteln? Kommt mir ein bisschen viel vor. Kann aber sein, dass es vielleicht auch anders interpretiert wurde. Muss ja auch mal schauen, was interpretiert der Zuschauer da. Zum Programmieren, 50% sind Programmierer bei uns. Sehr stark. Also da sehen wir auch wieder, dass die Tux-Tage doch nochmal ordentlich nerdiger sind als jetzt mein YouTube-Kanal. Ja? Also von daher, glaube ich, sind vom YouTube-Kanal besonders auch die nerdigeren, beziehungsweise die kundigeren Linux-Nutzer, sagen wir es doch mal so. Hört sich doch schön an. Rübergekommen. Zum Spielen, 40% der Linux-Nutzer spielen auch.
Für Schule, Universität, Ausbildung, Lernen, nee, ist nicht so geil, ne? 31% als Serverbetriebssystem, nur als Serverbetriebssystem, 13% und keine Antwort. Okay. Sehr stark. Ich muss sagen, ich finde stark, dass die Serien so weit oben sind. Das Basteln kann ich nicht einschätzen. Und ich finde es cool, dass das Programmieren relativ hoch ist. Dass doch so viele mit Linux programmieren. Ohne Frage. Ich glaube, Basteln ist mehrdeutig. Ich bastle auch gerne an meinen VMs und neuen Systemen. Das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Ja, wenn man das so sehen, dass man Linux basteln, also wie ist man Linux am perfektesten, dann hätten wir eigentlich hier 50% potenzielle Arch-Nutzer. Willkommen. So nach dem Motto. Oh, ich bin gemein. Der Ton stockt immer wieder. Hat noch jemand das Problem? Schreibt doch mal, ob bei euch der Ton flüssig rüberkommt oder ob wir da Probleme aktuell haben. Gerne in die Chats schreiben. Genau, weiter geht es mit der Suchmaschine. DuckDuckGo ist auf Platz 1 über Google. Sehr stark. Google war in der letzten Umfrage noch auf Platz 1, Google ist aber weiter unten und dann kommt Ecosia auch schon, Startpage haben wir ein paar und auch viele andere. Gut, es kann sein, dass ich da viele Suchmaschinen nicht gelistet habe, es gibt ja ganz viele, also von daher, ich glaube, haben wir da vielleicht ein paar noch nicht erfasst, aber Startpage und Ecosia sind auch groß dabei und DuckDuckGo hat bei uns in unserer Community natürlich Google überholt. Wenn wir das natürlich auf dem Gesamtmarkt sehen, ist es nicht der Fall, dass Google immer noch die Nummer 1 und ich glaube auch ziemlich unangefochten, wobei jetzt Microsoft mit Bing auch so ein bisschen was dagegen hält, aber Bing nutzt auch wirklich keiner. Aber nebenbei, alle Ecosia-Nutzer nutzen Bing als Untergrund, nur dass ihr Bescheid wisst. Wird okay. Anonymisiert weitergegeben, aber tatsächlich setzt Ecosia auf Bing. Bei Startpage müsste es, meine ich, Google sein, ne? Ja. Und DuckDuckGo müsste auch, DuckDuckGo ist, glaube ich, Meta und durchsucht Bing und Google, meine ich. Aber die meisten, die setzen auf die großen Crawler, weil das gar nicht so einfach ist, so ein Netzwerk aufzusetzen und extrem viel kostet. Also von daher, genau, haben wir hier tatsächlich, das überrascht mich, so viel, die DuckDuckGo nutzen. Sehr cool. DuckDuckGo ist eine coole Suchmaschine. Was nutzt du gerade, Lars? Ich nutze Startpage tatsächlich. Schon seit Anbeginn, schon immer und ewig auf allen Geräten, die ich irgendwo habe, Startpage, immer erste Wahl. Sehr stark. Du unterwegs? Ich muss leider gestehen, ich bin bei den 25% dabei bei Google. Ich bin vor 1-2 Monaten wieder auf Google umgestiegen, weil für mich Google einfach schnellere Suchergebnisse gebracht hat und teilweise auch bessere. Ja, ich kenne das. Tut mir leid in der Hinsicht. Von daher, ich habe mich so häufig ertappt, ich habe zuvor Ecosia genutzt, dass ich, wenn ich auf Ecosia nichts Richtiges gefunden habe, dann auf Google geswitcht bin. Und irgendwann war es mir wirklich zu nervig und Google hat teilweise gefühlt die besseren Ergebnisse gebracht. Ich glaube, das ist auch ganz viel mit Gefühl. Und ich muss sagen, in der Hinsicht, Google ist für mich auch einfach schneller der Suche. Also ja, die laden die Dinger schneller als Ecosia und das hat für mich jedenfalls in der Hinsicht tatsächlich leider wieder Google hier hochgebracht. Aber auf dem Handy nutze ich DuckDuckGo beispielsweise und auch so häufig nutze ich beispielsweise Ecosia noch für die Streams und so, also schon noch relativ viel. Aber auch ein bisschen Google leider. So, in welchem Bereich hat Linux deiner Meinung nach noch aufzuholen, damit du selber glücklich bist? Die Betonung liegt, damit du glücklich bist. 49% oder 50% sagen Spiele. Und dann kommen wir zu Finanzen und Steuern, wo auch noch viel Nachholbedarf ist. Also das heißt, wenn da jemand da gerade online da zuschaut und sagt, okay, welche Linux-Software soll ich programmieren? Was für Finanzen und Steuern? Mega. Macht aber, glaube ich, auch am wenigsten Spaß, bin ich ehrlich. Ne? Office sagen noch 19%. Ich meine, diese 19% sind unbegründet, wenn ihr euch SoftMaker Office einfach mal anschaut, als Office-Alternative zu Microsoft Office. Viele sagen aber auch, haben da nicht geantwortet tatsächlich. Multimedia-Erstellung, also ich denke, wenn du da richtig im professionellen Bereich bist, wirst du es nicht schaffen, unter Linux da glücklich zu werden. Da ist Mac anscheinend, ich denke, immer noch die unangefochtene Nummer 1. Schule und Lernen sind sehr, sehr wenig. Da schaut euch mal Xorn++ an diejenigen, die das angeschrieben haben. Eigentlich ist für Schule und Lernen Linux auch super gut geeignet. Habe ich auch letztens ein Video zu gemacht. Grafiktechnisch 9%, Serverbereich 1%. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch 4 Minuten eigentlich. Was kommt danach? Danach kommt
ungefähr 10 Tipps für Debian 11. Ne? Wir könnten den Vortrag noch 5 Minuten nach hinten schieben vielleicht. Ne? Danach haben wir 10 Minuten Moderationsblock. Wir könnten das theoretisch noch bis 50, meine ich. Na, ja, wo waren wir? Genau, bis 50 laufen lassen. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Reminder an die Regie. Nutzt du aktuell Wayland? Nein, nutzen aktuell nicht. Also ich wollte genau fragen, ob die aktuell Wayland nutzen, weil viele sagen, ja, ich nutze immer mal wieder ein bisschen was. Ab und zu habe ich tatsächlich noch zugelassen, aber aktuell nutzen die meisten kein Wayland. Ne? 14% nutzen aktuell nur Wayland, ab und zu vielleicht hier auch noch. Das heißt, keine Ahnung, was das ist, haben auch noch 18% angeworfen. Das heißt, wir haben zum einen die, ich sag mal, die krassen, kundigen Linux-Nutzer da, aber auch nochmal welche, die Wayland erstmal kein Begriff ist. Wayland ist ein neuer Anzeigeserver, der nach und nach Einzug in Linux findet. Genau, von daher Linux Mint nutzt ihn beispielsweise nicht, Ubuntu nutzt ihn schon. Haben wir aber trotzdem noch einen Großteil, würde ich mal sagen, so 60% würde ich mal sagen, würde ich einfach mal schätzen, wenn wir das halbe-halbe machen, 60%, die Wayland aktuell nicht nutzen, aber 40% auch schon, das ist viel. Wobei wir beispielsweise mit OBS, mit dem Streamen unter Wayland absolut keinen Fuß auf den Boden bekommen würden. Ne? Es gibt leider auch noch viele Anwendungen, die da noch nicht angepasst sind. Überrascht dich das oder würdest du sagen, so genau hätte ich das erwartet? Ja, also da bin ich dann schon eigentlich so ein bisschen dabei zu sagen, ja, ne, vor allem bei den meisten, die wissen gar nicht, dass die Wayland benutzen, weil es einfach mit installiert wird und man hinterfragt es ja auch nicht, läuft. Man sagt ja immer, ne, so läuft und alles andere interessiert mich dann jetzt erstmal gar nicht, was denn da ist. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man installiert. Ne? Wenn du es am Terminal machst, wirst du darauf hingewiesen, dass verändert wird. Wenn es über eine grafische Benutzeroberfläche installiert, wird es einfach, das eine wird abgeschaltet, das andere wird installiert und du weißt es ja gar nicht. Ne? Und deswegen, sage ich mal so, kann ich mir diese Nutzer, die sagen, ich weiß gar nicht, was es ist, gut erklären. Cool, ja, absolut. Ich mir auch, sehr gut. Nächste Frage, weshalb nutzt du Linux? Man konnte mehr ankreuzen. Unabhängigkeit haben 87% gesagt. Das ist wirklich das Key-Feature, würde ich auch sagen. 84% sagen Freiheit, das zu tun und was man, was das zu tun und lassen, was man möchte. Ich glaube, das wäre es gewesen. Stark angefangen, aber schwach oder stark nachgelassen auch wieder. So, dann mehr Sicherheit. Technisches Interesse, auch 70%. Die sind einfach interessiert, wie Linux von funktioniert. Das ist extrem viel und das ist sehr, sehr cool. Ja. Mehr Datenschutz, sagen 70%. Wobei technisches Interesse in der Hinsicht natürlich nochmal, ihr seid auf den Tux-Tagen, ihr seid da natürlich, um vielleicht noch zusätzlich was dazu zu lernen. Ne? Das ist ja hier eher weniger Serien schauen, das ist ja schon mehr Information. Von daher natürlich sind die meisten wahrscheinlich interessiert. Mehr Datenschutz, sagen auch 73%. 75% sagen, ist es kostenlos. Ja, das heißt, der andere Teil würde vielleicht sogar noch einen kleinen Obolus für zahlen. Theoretisch, beziehungsweise ihm ist es nicht so wichtig, würde ich mal daraus ableiten. Bessere Personalisierung haben weniger angekreuzt auch, nur 50%. Ne? Durch die Arbeit verpflichtet sind Gott sei Dank nur 3%, beziehungsweise 2 Leute in unserer Umfrage. Ich habe die bessere Personalisierung auch nochmal reingenommen. Aber gut, passt. Von daher, ich finde stark, dass die Unabhängigkeit ganz oben ist, dass kostenlos verhältnismäßig was unten ist, oder? Ja. Ne? Aber scheint immer noch, sagen wir mal so, es ist immer noch ein Thema. Ne? Also da guckt man ja nicht immer so, ich habe immer diesen alten Spruch, den man mir auch oftmals so entgegenbringt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und gerade bei Firmen spielt das immer eine nicht unwesentliche Rolle, ne? Und dann auch viel erzählt wird, was ist mit Support, was ist hiermit, was ist mit Hotline, wenn mal was passiert, wem gehört das, wer ist zuständig, ne? Und dann ist es immer so ein bisschen mit diesem kostenlos so eine Geschichte. Natürlich, die Unabhängigkeit spielt für mich mit einer der größten Rollen überhaupt, ne? Das ist mit einer der Gründe, warum ich es auch zum Beispiel nutze, ja, ohne Frage. Das ist bei mir auch auf jeden Fall auf Platz 1, würde ich sagen. Tatsächlich genau das auch. Die Freiheit, das zu tun lassen, was man möchte, genauso damit. Also ist ja relativ viel ähnlich damit. Deswegen haben es auch ganz viele angekreuzt. Absolut. Und ich finde, vielleicht sollten wir diesen Punkt auch nochmal mehr werben. Dafür hingehend, was wir ja an der Podiumsdiskussion besprochen haben, hey, wir müssen irgendwie wieder
mehr sexy werden. Oder beziehungsweise das haben wir dann bei dem, warum die junge Generation so wird, vielleicht damit auch noch mal ein bisschen reinpunkten. Ne? Ja. Wobei, wenn wir sehen, wie viele TikTok nutzen und angemeldet sind und da ihre Zeit verpampern, habe ich da manchmal so ein bisschen die gute Hoffnung verloren. Aber ich denke, das wird. Smartphone-Betriebssystem haben wir mal gefragt. Wie viele nutzen jetzt eigentlich diese Smartphone-Dinger? Also ansonsten nutzen 60% Android, 16% nutzen iOS. Und dann haben wir EOS 8%, LinuxOS 5%. Ich finde es stark, dass EOS über LinuxOS ist. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es besonders natürlich jetzt bei den Zuschauern hier liegt, die wir hier gerade haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass LinuxOS noch größer ist als EOS. Aber anscheinend ist EOS auch sehr, 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 ich sag mal, ja, bekannt und groß, jedenfalls auch in unserem Kosmos. Ich nutze kein Smartphone, haben wir 4% noch, beziehungsweise 3 Leute. 3 Leute nutzen noch andere Smartphones, Yoda OS, Pure OS, auch ganz abgeschlagen, und die hier nutzt keiner, auch kein Ubuntu Touch. Sehr, sehr schade. Sehr schade. Also wir haben viele Android-Nutzer. Ja, ungefähr Android, iOS ist ungefähr, was auch der Marktwert spiegelt, so von der Verteilung her auch. Aber tatsächlich, ja, die anderen Smartphones oder Smartphone-Betriebssysteme haben wir auch zum gewissen Teil. Wenig, aber zum gewissen Teil. Und Ubuntu Touch finde ich schade, dass das keiner nutzt. Yoda OS hätte ich auch höher eingeschätzt. Aber stark. Wir müssen Gas geben. Wie bewertest du den Einfluss großer Unternehmen wie Microsoft oder Google auf Linux und freie Software? Wir müssen aufpassen, dass sie unsere freie Software nicht kaputt machen. Vielleicht war es auch so eine gewisse Fangfrage, die ich gestellt habe, weil die Sache ist, da können wir eigentlich relativ gut aufpassen, weil wir selber in der Hinsicht eigentlich unabhängig sind. Aber was ich stark finde, was Frank Karliczek gemeint hat, letztens in der Podiumsdiskussion gestern, dass er fast gebeten wurde, seinen Vortrag abzuändern, weil Microsoft auf einer Linux-Veranstaltung Hauptsponsor war. Und dann, ja, genau, wäre fast sein Vortrag flöten gegangen. Deswegen. Also Microsoft hat eine Macht auch über uns. Und da müssen wir wirklich aufpassen, in gewisser Weise. Ne? Die Software selber wird nicht erstmal reglementiert, wahrscheinlich, aber trotzdem, sie nehmen Einfluss auf uns. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Ne? Der Einfluss bietet nun Chancen, sagen nur 16%. Ich würde es persönlich höher einschätzen, aber ich denke, das kann man auch so sehen. Aber trotzdem, absolut, ich glaube, da muss man wenigstens ein bisschen aufpassen, dass wir uns unabhängiger machen. Ne? Ich glaube, wir haben Microsoft auch noch nie für ein Sponsoring bei den Talkstagen angefragt. Ne? Vielleicht haben wir ja im nächsten Jahr auch die Microsoft Talkstage. Ne? Nein, Spaß beiseite. So, krass, okay. Dann, wie viele Fragen kommen denn noch? Wie viele Fragen kommen denn noch? Ach, okay, das ist dann schon die letzte Frage. Gut, das passt. Dann einmal, angenommen, dein Betriebssystem unterstützt einfache, vollautomatische Aktivierung von Software und Komponenten. Schreibfehler. Sorry dafür. Würdest du diese aktivieren? Nein, ich stoße alle Updates manuell an, sagen 65%. Sehr stark. 65% sagen, nee, ich mache Updates selber. Finde ich stark. Hättest du die Zahl so hoch eingeschätzt? ich bin wirklich einer derjenigen, das ist etwas längere Geschichte, da will ich so viel Zeit haben. Ich mache es auch automatisch. Ich mache es sogar automatisch mit dem Rolling Release, wo viele dann sagen, um Himmels Willen, was ist das denn für einer? Ich habe aber in all den Jahren, wo ich das mache, kannst du an 3 Fingern abzählen, wo mal was schiefgegangen ist. Und deswegen bin ich ein Verfechter davon, dass man diese automatischen Updates allein aus Sicherheitsgründen machen sollte. Ja, Punkt. Genau, ich auch. Ich genau deswegen, Sicherheitsgründe, und ich habe 3 verschiedene Linux-Rechner, die ich die ganze Zeit nutze, und da 3-mal jeden Tag dasselbe Update zu machen, sehe ich nicht ein. Und von daher habe ich tägliche Aktualisierung aktiviert, fertig, der macht alles. Aber ist okay, machen 35% würden das Ganze machen. Generell die 10%, die sollen sich mal meinen allerletzten Vortrag anschauen heute über den Linux Assistant. Das wird sehr spannend. So, gut, das wäre es gewesen. Welche Distribution verwendest du dein Hauptsystem? Das können wir natürlich jetzt nicht auswerten in der Zeit. Ich scroll einfach mal durch, dann sehe das einfach mal, dass es auf Videos ist. Windows haben wir einmal sehr stark. genau, das wäre es gewesen. Und dann kommen, glaube ich, die E-Mails, die wollen wir nicht. Ach, wie würdest du dich mal am besten beschreiben? Vielleicht auch nochmal. 51% normale Linux-Nutzer. 35% sagen, sie sind fortgeschritten, und 14% sind Linux-Anfänger. Willkommen, alle Linux-Anfänger, willkommen, alle anderen. Sehr, sehr schick, sehr, sehr schick. Und dann, ja, wie alt bist du? Das können wir eigentlich auch noch machen.
41 bis 60 tatsächlich. Wir sind auch relativ, ist die Zuschauerschaft erwachsen. Haben wir auch im Talk gesehen, dass sind da tatsächlich eher die Älteren unter uns sind, aber hier die 21- und 40-Jährigen sind da auch da. Und dann kommen wir zu den E-Mail-Adressen, oder? Nein, egal, das ist egal. Ich denke, wir haben erstmal genug. Ich kann hier nochmal durchscrollen, dass ihr es einfach mal seht. Wichtig ist, dass ich die E-Mails nicht zeige. So, ja, E-Mails zeigen wir nicht. Das wäre es gewesen. Ich würde sagen, wir gehen ab in den Vortrag von Pauke Großhabermann über ungefähr 10 Tipps auf Debian 11. Ich habe mir sagen lassen, es sind sogar genau 11 Tipps. Wäre auch ein toller Titel gewesen. Wollte aber nicht mehr abändern, das wäre viel zu viel Arbeit gewesen. Sehr, sehr viel Spaß mit dem Vortrag von Hauke Großhabermann. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über eGroupware, dem Smart Online Office. Da muss ich einmal klicken. Zack. So. Smart Online Office, das ist der Slogan von eGroupware. Und zwar haben wir uns den so ausgedacht, weil erstmal smart, wir verknüpfen intelligent Informationen innerhalb eGroupware. Das Ganze ist eine Webanwendung, ist also auf allen Plattformen nutzbar, Browser, Betriebssysteme, Mobilgeräte und es soll ein möglichst komplettes digitales Büro im Webbrowser werden. Das heißt also, alle Anwendungen, die man sonst auf dem Desktop benutzen würde fürs Office, wollen wir alle dort integrieren. Kurz zur eGroupware GmbH, die hinter dieser Software steht und auch die Community. Wir sitzen in Kaiserslautern, bieten die Software als SaaS-Lösung an oder auch für On-Premise-Installationen. Man kann die Software also betreiben, wo man will letztendlich, selber oder bei uns als Dienstleistung. Mail-Services bieten wir damit, bieten Collabora Online, Rocket Chat und so weiter als SaaS an. Wir sind Reseller für verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Collabora Online-Lizenzen und so weiter. Wir haben Partnerschaften mit Playstale für Telefonie, für Videokonferenzen mit KiwiTalk zum Beispiel oder mit Univention und betreiben auf Univention-Server eGroupware bei Kunden. Es gibt die sogenannte Community Edition von eGroupware und es gibt noch eine weitere mit Business-Funktionserweiterungen und eben Support. Das nennt sich dann bei uns EPL-Version. Grundsätzlich leisten wir aber durchaus auch für Community-Installationen Support. Das ist einmal über ein Community-Forum, was ich hauptsächlich moderiere, wo auch die Entwickler mit unterwegs sind, wo wir freien Support bieten, aber eben auch, ich sag mal, gegen entsprechend Budget kann auch eine Community-Version zum Beispiel in einem Unternehmen entsprechend supportet werden durch unsere Techniker. Wir machen Organisationsberatung, Migrationsunterstützung, aber auch Auftragsprogrammierung, Masken, Funktionen, was auch immer man so noch für Sonderwünsche hat an der Software. Gerne entwickeln wir aber auch in der Software gegen Auftrag, was dann in der Community-Version genauso zur Verfügung gestellt wird. Also viele, viele Funktionen und Möglichkeiten innerhalb eGroupware sind auf diesem Wege entstanden. Das heißt also, Unternehmen bezahlen für die Funktion und wir geben sie dann für die Allgemeinheit frei. Ich selber bin bei der eGroupware GmbH als Community Manager tätig, halte zum Beispiel so Vorträge wie heute hier. Man findet mich auf ja, im Regelfall deutschen Open-Source-Veranstaltungen wie die Kilux oder Chemnitzer Linux-Tage, FrostCon. Ja, schauen wir uns eGroupware mal ein bisschen genauer an. Ich habe mir heute als Thema vorgenommen, nachdem ich jetzt einige Vorträge gehalten habe über relativ spezifische Dinge, mal wieder so einen Rundumschlag zu machen und eGroupware mal so in Gänze vorzustellen. Das heißt also, wir gehen einmal komplett über das System, können natürlich in den einzelnen Bereichen nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Das reißen wir alles so ein bisschen an, aber ich möchte halt einen Gesamtüberblick mal wieder geben über den aktuellen Stand. Deswegen werden wir uns erstmal so ein paar Groupware-Standards angucken, also Standardfunktionalitäten von einer klassischen Groupware-Lösung.
dann schauen wir uns an, was in eGroupware halt an mehr Funktionen und mehr Modulen und mehr Dingen sind gegenüber einer Standard-Groupware. So ein paar Besonderheiten möchte ich rausstellen, die einfach erwähnenswert sind, die ich besonders gut finde oder die auch so Alleinstellungsmerkmale sind. Wenn wir mal kurz über die kommende Version sprechen, die wir in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Ich habe in den Folien eine ganze Menge Seiten auch über Infos, wie installiere ich das, wo hole ich Informationen her, wo finde ich noch Vorträge und so weiter. Das kommt ziemlich am Ende. Müssen wir nicht alles durchgehen, die sind in den Folien drin. Und ich werde das so machen, wir werden im Anschluss an diesen Vortrag hier, werdet ihr mich finden in einem Jitsi-Raum. Die Adresse ist ganz einfach tuxtage.de und dann /fragen-23. Da könnt ihr mich dann nach dem Vortrag finden und da können wir alles besprechen, Fragen beantworten. Ich kann noch ein bisschen was live zeigen, wenn gewünscht ist. Da freue ich mich auf jeden, der da kommt und eine Frage hat. Die Folien selber hier, die ich präsentiere, die werde ich im Anschluss gerne auch in dem Jitsi-Raum, aber später auch noch ein bisschen aufgearbeitet nochmal zur Verfügung stellen. Da kann man sich nochmal so ein bisschen durch die verlinkten Sachen klicken und vor allen Dingen die Screenshots nochmal ein bisschen besser sehen. Ich hoffe, die sind jetzt hier in dem Livestream halbwegs lesbar zu sehen. Schauen wir mal. Wie gesagt, die Folien gibt es und da kann man die Screenshots nochmal ordentlich sehen. Deswegen sollte das nicht so schlimm sein. Wichtig ist für mich jetzt, eGroupware ist eine ziemlich umfangreiche Geschichte, hat viele Module, viele Funktionen, vor allen Dingen viele Einstellmöglichkeiten, Konfigurationsmöglichkeiten. Das ist schon alles sehr, sehr viel. Ich möchte aber einfach sagen, das kann man alles machen, man muss aber nicht. Man muss nicht ganz eGroupware einsetzen. Man kann das auch, wenn man mal so ein paar Kleinigkeiten verstanden hat, relativ schnell zurechtstutzen von der Funktionalität her. Und von dem, was eben am Bildschirm im User-Interface angeboten wird. Das heißt also, man muss das nicht selber immer alles sehen, geschweige denn, wenn man zum Beispiel Benutzer hat, Mitarbeiter, Familie, wen auch immer. Man kann das so weit zurechtstutzen, dass das also deutlich schlanker wird als das, was ich jetzt hier zeige. Deswegen, also man kann, muss das aber nicht in der Form machen. Groupware-Standards. Die Leute, die jetzt, sage ich mal, groß werden mit solchen Dingen, sehen das vielleicht ein bisschen anders. Ich mache das schon ein paar Jahre und klassischerweise hat man da von einer Groupware, von einer Ansammlung von Funktionalitäten gesprochen, was im Regelfall dann eben sowas wie E-Mail ist, sowas wie eine Aufgabenverwaltung, ein Kalender und Kontakte. Das nenne ich so den klassischen Groupware-Umfang. Vielmehr war das, ich sage mal, vor wenigen Jahren auch noch nicht. Insofern, eGroupware hat einen E-Mail-Client, hat eine Aufgabenverwaltung. Das Ganze heißt hier Infolog. Das ist ein Kunstwort, kommt von Informationslogbuch. Da sage ich nachher ein bisschen mehr zu, weil das Ding einfach viel, viel mehr kann als Aufgaben verwalten. Ein Kalender natürlich und Kontakte. Ich werde jetzt zu diesen einzelnen Punkten paar Punkte ansprechen, einen Screenshot zeigen, das nächste Modul und so gehen wir jetzt durch den gesamten Vortrag und so zeige ich mal den ganzen Querschnitt von dem, was eGroupware so bietet. E-Mail. In eGroupware integriert ist ein IMAP-Client. Das heißt also, ich kann wie mit einem Thunderbird zum Beispiel IMAP-Postfächer einbinden und zwar beliebig viele Konten grundsätzlich. Erstmal bringt eGroupware keinen eigenen Mail-Server mit. Das läuft nicht unbedingt im Hintergrund automatisch mit. Das kann man sich einrichten, dazu später mehr. Erstmal ist das einfach nur ein IMAP-Client. Natürlich haben wir auch Siebe-Unterstützung drin. Wenn der Mail-Server selber Siebe spricht, dann können wir auch sowas wie Filter und Abwesenheitsnotizen und so weiter über eGroupware, über das User-Interface regeln auf dem Server. Ich kann an eGroupware auf diesem Wege auch Clients per ActiveSync an E-Mail heranführen. Ja. Ansonsten geht man auf den Client natürlich hin und richtet sich das IMAP-Postfach, was man da benutzt, eben separat ein per IMAP.
Wir haben vor einer Zeit Push-Notification eingebaut. Und zwar muss dafür der Mail-Server, den man verwendet, das auch bedienen können. Also im Regelfall ein Dovecot-Mail-Server mit einem bestimmten Plugin. Wir liefern das mit einem Mail-Server aus, den wir liefern können, den man sich installieren kann, und haben sowas natürlich bei uns im Rechenzentrum, bei unseren Diensten für unseren Kunden auch vorhanden. Was heißt Push-Notification? Heißt in dem Fall von E-Mail einfach, der Mail-Client meldet sofort, wenn auf dem Mail-Server eine neue Mail zum Beispiel eingegangen ist. Das kennt ihr von einem Thunderbird zum Beispiel genauso. Ihr habt ein Postfach auf und da geht dann augenblicklich irgendwie eine Nachricht auf oder es wird etwas fett, wenn eine neue Mail da ist. Das basiert auf einer ähnlichen, aber anderen Technik. Hier bei der Push-Notification sendet einfach der Mail-Server dann dem eGroupware Mail-Client: Hier hat sich was geändert. Klassische Web-Mail-Clients haben eben oft immer noch das so, dass der Web-Mail-Client alle paar Minuten den Mail-Server abruft und guckt, ob da neue Mails da sind. Wie gesagt, wenn die Gegebenheiten da sind, geht das bei uns auch sofort. Das macht auch eine Menge aus in dem Fall, wenn ich mit mehreren Leuten an einem Postfach zum Beispiel zugange bin. Der eine klickt auf die Mail drauf, dann wird die als gelesen markiert. Mit Push sieht der andere in seinem Mail-Client genauso, dass diese Mail gerade auf gelesen umgesprungen ist. Oder einer markiert die als wichtig oder verschiebt die in einen Unterordner. Das ist dann möglich, dass die anderen Mitarbeiter das sofort sehen und nicht erst 3 Minuten später, wenn der mal aktualisiert. Das ist ganz, ganz wichtig in der Zusammenarbeit in einem Unternehmen, zum Beispiel mit Funktionspostfächern. Ich erwähnte es schon, Mail-Server ist auf der eGroupware-Installation nachinstallierbar. Wenn unter bestimmten Bedingungen das möglich ist, dann ist das auch ein Einzeiler, apt-install eGroupware-mail, und dann ist ein Mail-Server nachinstalliert. Man muss noch ein bisschen konfigurieren, verwaltet den aber komplett über eGroupware. Und dann hat man auch eine tiefe Integration. Das heißt, man kann darüber Quota regeln, Abwesenheitsnotizen, Filter, Aliasse und das auch alles als Admin für andere Benutzer. Also im Unternehmen zum Beispiel ruft einer von zu Hause an und sagt, ich bin jetzt krank oder ich habe kurzfristig Urlaub, kannst du mir meine Abwesenheitsnotiz reinstellen? Das kann der Admin, da kommt der dran. Aus Mail heraus, ganz wichtig auch für unseren Kontext, ist, dass wir aus einer Mail halt eine Aufgabe machen können, ein Ticket oder ein Termin oder auch diverse andere Sachen. Ansonsten ist das ein klassischer Mailer. Ich habe da meinen Ordnerbaum, ich habe die Kopfdaten, ich habe eine Vorschau. Ich kann das Ganze auch in der Dreispaltenansicht bieten. Hier sieht man auch schon in dem Screenshot, ich habe mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufgemacht. Das zieht sich durch eGroupware, weil das hat so viel Funktionen, dass wir viel in die Kontextmenüs reingepackt haben und nicht in der Oberfläche als Button. Deswegen solltet ihr das mal ausprobieren und ihr vermisst irgendwas, versucht es mal mit dem Kontextmenü. Kalender haben wir natürlich integriert. Das Ganze im Kalender, aber eigentlich auch eGroupware-weit, ist immer so teamorientiert. Also ich sag mal, wir unterstützen mit Funktionen, Ansichten und so weiter eigentlich immer die Teamarbeit. Also dass jeder so vor sich hin wurschtelt und sein eigenes Adressbuch hat, seinen eigenen Kalender, und das wollen wir nicht. Wir wollen eine teamorientierte Software sein. Und das ist eigentlich die DNA auch von eGroupware. Das war es nämlich schon immer. Im Kalender selber, in der Ansicht, können wir Termine zum Beispiel per Drag and Drop verschieben. Das finde ich ganz interessant. Ganz wichtig finde ich, ich habe einen Termin dort in der Ansicht, da gehe ich mit der Maus drüber und da geht ein kleines Fensterchen auf bei dem Mouseover und zeigt mir die Teilnehmer, den Status der Teilnehmer, eventuell auch Links, die man klicken kann, direkt da heraus. Da muss man nicht irgendwas aufmachen, sondern man hält einfach nur die Maus drüber. Da kann man viel machen mit Farben, also Kategorien zuweisen, Farben zuweisen, Status. Von den Terminen werden zum Beispiel mit verschiedenen Strichstärken gestrichelt und so weiter dargestellt. Man sieht also auf einen Blick schon sehr, sehr viel im Kalender. Wir können im Kalender mittlerweile auch Sachen aus dem Infolog, also Aufgaben aus Projekten oder auch Anrufe mit
einblenden. Da gibt es dann Buttons, die, da kann ich dann an- und ausschalten, damit ich diese Sachen nicht immer sehen muss in meiner Kalenderansicht. Die können wir da mittlerweile einblenden. Dann gibt es so verschiedentliche Ansichten, um zum Beispiel ganze Teams darzustellen. Ich kann zum Beispiel von verschiedenen Teammitgliedern alles in einer Ansicht, ich sag mal, stapeln bzw. praktisch mischen oder spaltenweise zum Beispiel die einzelnen Teammitglieder darstellen. Es gibt da viele verschiedene Ansichten. Das Ganze kann ich synchronisieren auf Mobilgeräte mit CalDAV und ActiveSync eben entsprechend. Hier ein kleiner Screenshot davon und wir sehen unten so rechts nochmal diesen kleinen Mouse-Over. Da halte ich einfach die Maus auf die heutige Veranstaltung und dann sehe ich da zum Beispiel auch einen Link, den kann ich direkt anklicken, sehe den Status der Teilnehmer und so weiter oder wo der Ort ist, in dem Fall online, Uhrzeit und so weiter. Infolog, ich sprach es schon an. Infolog ist ein Kunstwort aus Informationslogbuch und darin verwalten wir Aufgaben, Notizen, Anrufe, E-Mail oder was auch immer, weil ich sag mal, ich kann mir das selber einrichten, was für Informationen ich dort verwalten möchte. Ich kann Informationstypen anlegen, zu denen gehören dann Statusfelder, selbstdefinierte Felder für Informationen und so weiter. Ich kann also für einen bestimmten Informationstyp bestimmte eigene Felder anlegen, die nur für diesen Informationstyp zum Beispiel gültig sein sollen. Das Ganze auch noch über Berechtigungen, damit nicht jeder alles sieht. Insgesamt ist das praktisch so unser Schweizer Messer, um Informationen zu speichern. Ich kann letztendlich beliebig mir eigene Informationstypen, Masken, Felder und so weiter anlegen, um im Prinzip jedwedige Information dort als Datensatz abzulegen. Und natürlich mit dem Datensatz hinterher auch allerlei zu machen. Ich kann das auswerten, ich kann Dokumente füllen damit, ich kann diverse Dinge auslösen, ich kann die Sachen in ein Kanban-Board reinschmeißen. Ja, also das ist unser Schweizer Messer. Ganz klar auch wieder synchronisierbar per DAV und ActiveSync. Ich habe da wieder einen Screenshot. Das ist letztendlich so eine Liste, Kontextmenü, auch relativ lang. Ja, wie gesagt, nach dem Vortrag in dem Jitsi-Raum können wir uns das gerne noch mal ein bisschen genauer angucken, weil das ist eine hochinteressante Sache, wie ihr da zum Beispiel eure eigenen Informationen ablegen könnt, selber benamen könnt, eigene Felder und so weiter. Kontakte. Erstmal bedienen wir natürlich Standardfelder, weil wir auch zum Beispiel eben natürlich per Card davon ActiveSync synchronisieren. Da gibt es bestimmte Standardfelder, die synchronisiert werden. Deswegen haben wir zum Beispiel eben auch ganz bestimmte Felder ganz bestimmt so benannt, aber eben zum Beispiel auch so ein Beschreibungsfeld, nach wie vor ein reines Textfeld. Das ist immer wieder die Frage, warum machen wir da kein HTML? Ja, weil die Synchronisation dann gebrochen wird. Letztendlich lässt sich HTML da nicht synchronisieren. Also die Standardfelder, die eigentlich in allen Clients vorhanden sind, die decken wir mal ganz locker ab. Und wie schon in den anderen Modulen, wir können wieder eigene Felder dazu bauen, eigene Masken, eigene Kontaktetypen auch. Wir können auch Kontakte scheren. Also so wie File-Sharing kann man auch Kontakte scheren, sowohl intern praktisch mit anderen Personen in der Organisation oder eben auch mit externen. Man kann zum Beispiel einen Kontakt scheren mit einem Menschen, also den der Kontakt repräsentiert und dem zum Beispiel sagen, füll mal deine Felder. Ist das noch alles in Ordnung? Wir haben eine Erweiterung in der EPL-Version. Und zwar gibt es dort Funktionalitäten, um DSGVO-Anforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel eben, dass in einem bestimmten Adressbuch Adressen zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden müssen. Da gibt es ja Anforderungen über die DSGVO. Da kann man also einige Sachen automatisieren. Man kann dort Sachen zum Beispiel im Adressbuch bestimmte Felder von bestimmten Gruppen nur lesbar haben. Man kann sagen zum Beispiel, dass bestimmte Felder von bestimmten Benutzergruppen überhaupt erst gepflegt werden können. Man kann einige Sachen automatisieren. Das ist also auch schon eine ganz interessante Sache, um erstmal Recht zu erfüllen, als auch Sachen zu automatisieren.
dann sind da so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich kann direkt eine Routenplanung öffnen aus einem Kontakt. Ich kann aus einem Kontakt heraus eine CRM-Ansicht öffnen. Das ist im Prinzip eine Ansicht, wo ich meinen Kontakt habe. Und da sehe ich dann zum Beispiel meine Infolog-Einträge oder die Einträge aus meinem Ticketsystem. Je nachdem, wo ich meine Aufgaben und meine To-Dos mit den Interessenten oder Kunden verwalte, das wird dann aufgemacht. Wenn dann zum Beispiel jemand anruft und ich habe eine CTI-Integration, dann geht das sofort auf und ich sehe sofort, welches Ticket ich mit dem aufhabe und kann sofort auch ein neues machen oder eins bearbeiten. Also wir haben gewisse CRM-Funktionalitäten da drin, wo man, ich sage mal, schon weitreichend CRM-Anforderungen abdecken kann. Wir sind kein Spezialist bei CRM, aber ich sage mal, den normalen Servicebetrieb und so weiter, auch wir bei der e-Groupware GmbH schaffen das, unseren ganzen Servicebetrieb damit locker abzudecken. Das Ganze auch wieder per Karte von ActiveSync natürlich synchronisierbar. Adressbuch sieht wieder so ähnlich aus. Wieder ein Kontextmenü. Wir haben eine Tabelle. Ich kann in der Tabelle natürlich auch Webadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern direkt anklicken und somit öffnen, anrufen oder was auch immer. Vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz so ein bisschen zum Drumherum. Wir sehen oben eine waagerechte Leiste. Da sieht man die einzelnen Module, die man geöffnet hat. Da kann man dann hin und her klicken. Wir sehen auf der rechten Seite unsere sogenannte Statusleiste. Da sehe ich die ganzen Benutzer oder eben nur die Benutzer, die ich sehen will. Ich kann die favorisieren. Ich sehe, ob die angemeldet sind und ich kann da auch so Sachen machen, wie zum Beispiel eben mal eine Chatnachricht hinschreiben. Sehen wir gleich noch ein bisschen. Auf der linken Seite haben wir das Menü für dieses Modul. Ich sagte vorhin schon, normaler Benutzer sieht das nicht alles. Das Admin-Menü sehen die nicht, Import-Export auch nicht unbedingt. Und das Ganze kann man dann auch einklappen, wenn man es nicht sehen will. Pro Modul, also Adressbuch, Kalender oder so, kann ich das einklappen an der Seite. Der merkt sich das und dann habe ich mehr Platz auf dem Bildschirm. So, jetzt kommen wir, das waren die klassischen Module in der Groupware von vor ein paar Jahren. Heute sieht das natürlich ein bisschen anders. Heute erwartet man in der Groupware-Lösung natürlich so Sachen wie Videokonferenz, Dateiverwaltung, File-Sharing, Chat und auch ein Online-Office. Das sehe ich dann praktisch so heute als Standard einer Groupware-Lösung. Auch das haben wir natürlich alles eingearbeitet. Wir können Videokonferenz. Heißt in unserem Fall, wir liefern kein Videokonferenzsystem mit. Wir binden Videokonferenzsysteme ein. Und zwar haben wir uns da eigentlich fokussiert auf, ich sag mal, die zwei freien und Open-Source-Systeme, Jitsi und BBB. Brauche ich, glaube ich, niemandem erklären, was das ist. Für beides kann man sich überlegen, woher das kommt, von einem Dienstleister, von einem Freund, von einer eigenen Installation oder sonst was. Man bindet das hier ein, indem man schlichtweg einfach nur die Webadresse von dem System angibt, gegebenenfalls noch Zugangsdaten und fertig ist das eingebunden. Wir können dann also innerhalb e-Groupware zum Beispiel über diese Statusleiste mal eben einen anderen Mitarbeiter, Benutzer, der online ist, zum Beispiel direkt anrufen. Also für eine Videokonferenz oder nur Audio direkt, dann geht bei dem so ein kleines Fensterchen auf, ein Anruf, der kann das annehmen und schon kann man miteinander sprechen. Man kann Video einschalten oder auch nicht, aber man kann vor allen Dingen, und das sehe ich in der Praxis eben sehr, sehr viel, also Telefonie, also man telefoniert darüber viel und einem Kollegen, Kollegin mal eben einen Bildschirm zeigen und vielleicht ein Dokument besprechen oder sowas. Das wird unheimlich viel mittlerweile genutzt. Wie gesagt, wir nutzen da einfach zum Beispiel ein Jitsi bei e-Groupware und so können wir uns gegenseitig eben die Sachen zeigen, besprechen oder was auch immer. Dazu habe ich auch einen Vortrag mal gehalten auf der Kilux 2020 und zwar zeige ich dort Jitsi und auch Apache Guacamole, komme später in e-Groupware, wie das integriert ist, wie das integriert wird. Ich habe auch noch mehr Links hier zu verschiedenen Webseiten und vor allen Dingen Vorträgen, die kommen dann gleich noch. An der Stelle möchte ich zwei unserer Partner und Anbieter von BBB und Jitsi kurz ansprechen. Die kann ich wirklich empfehlen. Das ist einmal bbbserver.de. Die bieten BBB-Server an für, wirklich absolut gute Konditionen. Die wissen, was zu machen. Und wer so ein bisschen BBB kennt, weiß auch, das ist nicht ganz ohne zu betreiben und vor allen Dingen auch nicht ganz ohne sicher zu betreiben.
Ich schlage echt vor, überlasst das den Profis, mietet euch da ein. Ganz ehrlich, das sind wirklich nur ein paar Euro und das lohnt sich. Das Gleiche für Jitsi, da empfehle ich ganz klar KiwiTalk. Das ist auch unser Partner, über die machen wir das jeden Tag. Ich sage mal, dafür kann man es alles nicht selber machen. In dem Screenshot kurz zu sehen, ich kann eine Videokonferenz ein- oder ausschalten im Gesamtsystem. Will ich das nicht haben, machen, schalte ich es einfach aus. Dann verschwinden auch die Einträge aus den einzelnen Menüs. Ich kann im Kalender zum Beispiel keinen Videocall mehr einstellen zum Beispiel oder an der Seitenleiste kann ich auch keinen Videoanruf mehr starten. Habe ich es aber eingeschaltet, muss ich mich an der Stelle entscheiden für einen Jitsi-Server oder ein Jitsi-System oder BBB. Beides unterstützen wir so nicht. Es ist halt immer nur ein System. So, und ich muss nicht viel machen. Für einen Jitsi gebe ich die Adresse ein, so einen öffentlichen Jitsi-Server, oder ich habe einen eigenen, dann brauche ich meine Zugangsdaten, also das Secret und die ID. Wir unterstützen das in eGroupware insofern, als dass dann auch zum Beispiel der Name, ein Avatar und so weiter übertragen wird. Mache ich darüber eine Konferenz, habe ich dann auch direkt meinen Namen dort stehen, den Avatar von mir und so weiter. Bei BBB ist es ähnlich. Auch hier müssen Zugangsdaten eingetragen werden, gegebenenfalls auch Tarifdaten, je nachdem. Also mehr ist hier nicht zu tun. Also im Zweifelsfall nur eine Webadresse und ein paar kleine Daten und fertig. Schon ist das eingebunden. Wir haben Dateien, Dateimanager nennen wir das, mit eben anhängendem File-Sharing. Darunter befindet sich ein VFS, also ein virtuelles Filesystem. Das heißt also, wir speichern die Daten nicht irgendwo in der Datenbank oder sonst was, sondern die liegen auf dem Host auf der Festplatte. Und in der Datenbank von eGroupware werden dann die Daten gespeichert. Dateiname und was alles so dazugehört. Und genauso wie in den anderen Modulen kann ich hier natürlich weitere Felder hinzufügen. Ich kann also einer Datei Eigenschaften mitgeben. Und zwar, die kann ich zum Beispiel ein Textfeld oder ein Weblink oder zum Beispiel einfach nur ein Feld, wo ich ein Dropdown-Menü habe, wo steht kontrolliert, fertig oder zum Überarbeiten oder was auch immer. Das geht mit einem virtuellen Filesystem. Ich kann externe Shares, Freigaben hier einbinden bei uns, also die dargeboten werden über WebDAV oder SMB. Und grundsätzlich eigentlich auch alles, was ich auf dem Host-System einbinden kann. Das heißt also, wenn ich auf dem Host-System, wo eGroupware drauf läuft, zum Beispiel ein NFS-Freigabe von irgendwoher einbinde, dann kann ich die auch hier nach eGroupware in den Dateimanager hochziehen. Man kann auch Sachen automatisch mounten lassen beim Anmelden, also zum Beispiel in einem Unternehmen mit einem File-Server, die normalerweise, sage ich mal, ein Home-Verzeichnis und Abteilungslaufwerke bieten, dann kann ich das hier auch machen. Das, was im Unternehmen am Arbeitsplatz eingebunden ist, womöglich, kann ich auch hier einbinden, dann habe ich es im Homeoffice genauso zur Verfügung. Zugriff von extern, also nicht über eGroupware, Oberfläche selber, kann ich dann wiederum per WebDAV. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel in einem Mint, in einem Nemo-Dateimanager kann ich ja WebDAV-Ressourcen ansprechen. Ich kann da einen Bookmark drauf machen und so kann ich auch im Dateimanager Dateien auf meinem eGroupware-Server öffnen, damit arbeiten. Das mache ich letztendlich auch. Ich bearbeite diese Dateien auf dem Weg und wenn ich woanders bin, kann ich das auf jedem beliebigen Rechner, wenn ich meine Groupware aufrufe, auch dann bearbeiten mit einem Online-Office oder ich kann die Sachen runterladen. Wichtig ist auch, ich kann hier nicht nur auf die Dateien zugreifen, die ich jetzt so klassischerweise hier in so einem File-Server drin habe, sondern auch diese ganzen Objekte, die ich da habe, eine Aufgabe, ein Kontakt oder ein Projekt. Überall kann ich Dateien dranhängen. Die erreiche ich auch hier wieder über den Dateimanager und auch von extern über WebDAV. Ja, wenn ich also einen Kontakt habe und ich hänge dort Dokumente dran, also zum Beispiel ein Kunde hat einen Adressbucheintrag, einen Kontakt, und da kann ich dann zum Beispiel irgendwie ein PDF dranhängen mit einer Kontaktliste. Ja, dann kann ich aber auch per WebDAV da dran kommen. Wir haben dort ein Online-Office eingebunden, ein Collaborer online in den Dateimanager. Ich kann also von dort aus Dokumente öffnen und so weiter. File-Sharing machen wir, wie gesagt, auch. Man kann per E-Mail eben Files freigeben, Ordner freigeben.
Wir unterstützen auch Versionierung, Abonnements in der EPL-Version. Das heißt also, man kann zum Beispiel einen Ordner scheren mit einem externen, zum Beispiel einem Architekten oder einem Ingenieurbüro oder was auch immer. Der kann dann zum Beispiel Dateien da hochladen und ich bekomme eine E-Mail, dass da was hochgeladen worden ist oder dass ein Dokument geändert worden ist. So kann ich mit dem Externen ganz gut zusammenarbeiten und merke auch, wenn da was passiert ist. Dazu gibt es einen Vortrag von der Frostcon 2022 über FileServer Online. Habe ich auch da unten verlinkt. Das Ganze sieht relativ klassisch aus eigentlich. Ich habe da oben einen Pfad, ich kann suchen, ich habe ein Kontextmenü. Ich habe ein Home-Verzeichnis, ich habe Abteilungsverzeichnisse und wir sehen auf der linken Seite auch an der Stelle wieder oben im Menü unter Dateimanager Favoriten. Man kann es vielleicht nicht ganz lesen. Ich kann in diesen Modulen überall Favoriten anlegen. Das heißt also, ich habe ein bestimmtes Verzeichnis oder im Adressbuch einen bestimmten Filter zum Beispiel. Dann kann ich dafür Favoriten anlegen, damit ich nicht jedes Mal wieder da mich langhangeln muss, danach suchen muss oder was auch immer. So habe ich zum Beispiel bei mir aktuell in meiner E-Groupware ein Favorit, Tux-Tage 2022. Das heißt also jetzt die letzten Tage, wenn ich mal wieder dran gearbeitet habe an diesem Vortrag, dann habe ich da drauf geklickt, dann war ich in dem Ordner und war sofort da. Chat, da sind wir bei der ersten Anwendung, die wir nicht selber machen. Ein Chat-System selber zu entwickeln, das ist nicht unser Ding. Unser Ding ist Groupware an sich und da haben wir auch voll und ganz mit zu tun. Wir haben letztendlich Rocket Chat eingebunden, vor 3-4 Jahren schon. Das ließ sich gut integrieren, technisch erstmal und erfüllt auch alles unsere Anforderungen, die wir haben, beziehungsweise die unsere Kunden und Anwender haben, die einfach nämlich nur persönlich oder in der Gruppe chatten wollen. Wir haben das Ganze integriert hier in einen iFrame, also eingebunden in E-Groupware, in die Oberfläche. Ich kann das Ganze natürlich auch per Client aufrufen. Ich kann einen Client auf dem PC installieren, auf dem Mobilgerät, was auch immer. Das Ganze gestalten wir dann mit einem Single Sign-On. Das heißt, ich melde mich in E-Groupware an und klicke dann auf das Modul Rocket Chat. Und dann macht er im Hintergrund die Anmeldung auf dem System und wir sind da sofort drin. Wie gesagt, persönliche und Gruppenchats kann man dort machen. Ich kann Screenshots hochladen, Dateien hochladen. Ich kann aus einem Chat heraus direkt einen Videocall starten, wenn man dann meint, man müsste dann mal doch eben einen Videocall machen, um Sachen schneller zu besprechen, als sich da einen Wolf zu tippen. Ja, kleiner Link auf unsere Webseite, wo das nochmal ein bisschen erklärt ist. Und ein kleines Screenshot. Man sieht, außenrum ist E-Groupware, innen drin integriert als iFrame eben die Rocket Chat Oberfläche. Zweite Integration ist ein Online-Office und zwar benutzen wir da Collabora Online. Wir sind da seit Jahren Partner, machen viel zusammen. Ich unterstütze die auch so ein bisschen mit Hinweisen, mit Tests, mit Bugs, die ich bei denen im Ticketsystem eintrage und so weiter. Und wir haben vor Jahren uns für Collabora Online entschieden, weil die einfach die besten Partner dafür sind. Da muss ich ein bisschen Werbung machen für. Ich habe auch unten den Link, und zwar diesmal kein spezifischer Vortrag, weil ich nämlich einige Vorträge gehalten habe über Collabora Online. Ich denke, wer das noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal angucken. Wir haben das Ganze integriert im Dateimanager, weil wir letztendlich ja damit Dateien öffnen. Starte ich das aus dem Dateimanager heraus. Collabora Online selber bietet halt die Online-Version praktisch von LibreOffice mit der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und auch Zeichnungen. Das wird normalerweise mit E-Groupware automatisch mit installiert, wenn man sich das installiert. Man kann das abwählen bei der Installation, man kann es aber einfach auch mitlaufen lassen. Wir installieren automatisch Collabora Online. Da gibt es Lizenzen für, damit man das dauerhaft betreiben kann. Man kann das auch wechseln gegen die Entwicklerumgebung, die nennt sich Code, auf dem System. Da muss man nur den Container eben austauschen. Geschmackssache. Aber ich sag mal auch für eine Familie oder so sind die Kosten für ein Jahr also absolut überschaubar und es ist empfehlenswert, sich da Lizenzen zuzulegen, weil wir alle wollen ja auch irgendwo, dass Open Source Software lebt und das funktioniert nur, wenn man da auch ein bisschen Geld für bezahlt.
das Ganze hier nochmal aufgezeigt. Das Ganze integrieren wir in dem Fall nicht als iFrame in eGroupware, sondern wenn man ein Dokument aufmacht, geht ein neuer Tab oder ein neues Fenster auf, damit wir da auch die maximalen Platz am Bildschirm haben für dieses Dokument. Würden wir das jetzt nicht in so einen iFrame einfärchen wollen, ja, da will man ja immer Platz haben. Das war jetzt im Prinzip so der Stand Groupware-Umfang heutzutage. Jetzt gehen wir da bei eGroupware schon immer noch ein ganzes Stück drüber hinaus. Wir haben eingebunden verschiedene andere Dinge noch. Das ist vor allen Dingen, das ist mir sehr, sehr wichtig, Guacamole, um Remote-Desktop zu betreiben. Wir haben ein Kanban-Modul, das ist ein EPL-Modul, aber ich kann das jedem empfehlen, der ein bisschen was zu organisieren hat, gerade auch in einem Unternehmen, in einer Organisation, sollte sich mit Kanban beschäftigen. Wir haben Smallpart, das ist ein Modul oder ein Programm, um videogestützt eben zu lehren und zu lernen. Wir haben einen Projektmanager, dort fassen wir, ich sag mal, alles an Objekten aus eGroupware zusammen in Projekten, lassen sich dann auch als Gantt-Diagramm darstellen mit Abhängigkeiten und so weiter, wenn man denn unbedingt will. Wir haben ein Ticketsystem integriert. Wir haben CTI integriert. Das heißt also, dass man aus eGroupware heraus telefonieren kann und so weiter. Eine Ressourcenverwaltung, die man, wenn man will, doch sehr aufbohren kann. Wir machen Zeiterfassung über Stundenzettel auch zum Weiterverarbeiten dann. Und ich kann eigene Anwendungen integrieren, so wie wir hier zum Beispiel Guacamole oder Rocket Chat integrieren, kann man auch andere Webanwendungen integrieren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und ich kann eigene Anwendungen auch auf Basis von eGroupware schreiben. Das ist gar nicht so schwer. Die Sachen gehen wir jetzt relativ schnell durch. Nochmal der Hinweis, ich zeige das gerne im Anschluss am Vortrag, egal wie lange das dauert. Kommt da in den Raum rein, ich zeige das alles nochmal. Guacamole, wer es nicht kennt, sollte meinen Vortrag dazu schauen von Kilux 2020. Es gibt noch einen Vortrag nur über Guacamole, den habe ich hier noch nicht verlinkt, das reiche ich nach. Fakt ist auf jeden Fall, ich kann Rechner per RDP, VNC oder SSH ansprechen und kann das in einem Webbrowser dann darstellen. Das heißt, innerhalb eGroupware habe ich zum Beispiel dann eben ein Rechner oder eine SSH-Konsole von irgendeinem Server zur Verfügung. Das Ganze läuft auch per Single Sign-On. Ich melde mich in eGroupware an und habe das dann direkt zur Verfügung. Kann einfach auf einer eGroupware-Installation nachinstalliert werden. Klasse für Remote Work. Also mir hat das die letzten 2-3 Jahre jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr geholfen, Leute einfach nach Hause schicken zu können. Die arbeiten auf ihrem PC im Betrieb einfach per Remote, also sprich per RDP in einem Webbrowser. Funktioniert wunderbar und da habe ich auch keine Bauchschmerzen, was die Sicherheit angeht, weil die sind nicht per VPN und womöglich über RDP, übers Internet oder sonst was, sondern die sind nur mit einem Webinterface drauf, wo man alles abschalten kann, was irgendwie unsicher sein kann. Hier sehen wir nochmal kurz, wie zum Beispiel so ein Linux-Desktop oder so ein Debian-Desktop, ein einfacher innerhalb des Browser-Interfaces zu sehen ist. Kanban, ganz wichtig, ist ein EPL-Modul, aber ich habe es schon gesagt, manche Business-Sachen sind eben zu bezahlen. Es ist ein tolles Modul, ich kann unheimlich gut damit organisieren und automatisieren. Ich kann bestimmte Sachen wie zum Beispiel Tickets, die per E-Mail reinkommen, automatisch in den Board schieben lassen. Wenn ich einen Bildschirm an der Wand hängen habe, sehe ich auch sofort, da ist eine neue Aufgabe oder ein Support-Fall. Ich kann mit Leuten diskutieren, auch über die Ferne, mit einem Videocall, Telefon und wir gucken uns beide ein Kanban-Board an und planen da gemeinsam Aufgaben, besprechen das und so weiter. Auch hier, wie in allen anderen Modulen, haben wir Push implementiert mittlerweile. So wie bei Mail das Frontend sofort informiert wird, wenn sich was ändert, haben wir das eben auch hier für Kanban eingebaut. Geht der eine hin und verschiebt eine Karte im Kanban-Board, dann sieht der andere am anderen Ende der Welt auch sofort diese Karte verschieben. So, und so kann man gemeinsam wunderbar an Sachen arbeiten und muss nicht ein Dokument wieder öffnen, wenn der andere das mal wieder gespeichert hat.
paar Screenshots davon, wie sowas aussieht. Ich weiß nicht, es werden wahrscheinlich nicht alle Kanban kennen. Es ist einfach so ein Kartenmodell mit Spalten, mit Swimlanes, also waagerechten Zeilen. Und da habe ich dann so Karten, das können dann Aufgaben, Kontakte, Dateien oder sonst was sein. Und die schiebe ich dann von einer Spalte zur nächsten. Und beim Schieben kann ich auch noch verschiedentliche Dinge machen, Status ändern. Ich kann die Aufgabenzuteilung ändern und so weiter. Gibt es auch ein wunderbares Video drüber, wo ich das nochmal erkläre, was ist Kanban und wie funktioniert das bei uns. Small Part, dieses videogestützte Lehren und Lernen, habe ich schon angesprochen, ist ein separates Modul, kann auch per LTI eingebunden werden in Lernumgebungen. Da sieht man dann von eGroupware gar nichts. Ja. Aber es wird bei eGroupware normalerweise mit installiert. Es ist dann einfach da, wenn man es nicht nutzen will, dann nimmt man einfach die Rechte von dem Modul weg und dann sieht es auch keiner mehr. Ein paar Screenshots, das ist vor allen Dingen, sage ich mal, um Leuten anhand von Videos etwas zu zeigen, zu fragen. Auch Tests und Prüfungen kann ich damit abnehmen. Und das ist bei mehreren Universitäten im Einsatz mittlerweile. Das kann man auch in der Fahrschule oder in betrieblichen Ausbildungen von einem Staplerfahrer oder was auch immer einsetzen. Da gibt es also reichlich Anwendungsmöglichkeiten. Projektmanagement. Ich habe es angesprochen. Wichtig ist hier, wie bei einem Ticketsystem zum Beispiel auch oder Kanban, es ist in eGroupware integriert. Ich arbeite also im Projektmanagement mit Infolog-Aufgaben, mit Kontakten, mit Stundenzetteln, all die Dinge, die in eGroupware schon drin sind. Und das ist ja auch in Kanban so. Ich verarbeite ja dort Objekte oder lege sie neu an, die schon in eGroupware vorhanden sind und an anderer Stelle wiederzufinden sind. Ich habe also keine Insel, auf der ich nochmal irgendwelche Kontakte anlegen muss oder Aufgaben anlegen muss oder sonst was. Wir unterstützen Unterprojekte. Ich kann also beliebig staffeln an der Stelle. Wie schon gesagt, Gantt-Diagramm zeigen wir auch. Aber ich sage mal, wer ein bisschen Projektmanagement weiß und kann und sich auskennt, weiß, dass Gantt-Diagramm nicht Projektmanagement ist. Es ist einfach nur eine schöne Darstellung. Wichtig auch, wir können Vorlagen definieren. Das heißt also, eine Projektstruktur mit Unterprojekten und Aufgaben und so weiter kann ich als Vorlage deklarieren und kann dann hinterher sagen, kopiere mir das jetzt für Projekt bei dem Kunden sowieso. Ja, und dann arbeitet man dieses Projekt ab. Man sieht hier nochmal, es gibt ein Gantt-Diagramm, ist vorhanden. Ein Ticketsystem haben wir integriert, auch wieder kein Spezialist, aber dafür integriert ins System. Wir haben eine Mail-Integration, das heißt, ich kann eine Queue anlegen, ich kann der Queue sagen, du gehst jetzt auf das Postfach und wenn da was reinkommt, mach mir da ein Ticket draus. Das Ganze kann ich noch eskalieren, wenn sich da eine Zeit lang nichts tut. Das Ganze kann man wunderbar kombinieren mit Kanban. Kommt hier ein Ticket auf einer bestimmten Queue rein, kann ich zum Beispiel auch dieses Ticket direkt im Kanban-Board auftauchen lassen und der Techniker, der will, der nimmt sich dann die Karte und schiebt die auf seine Spalte und dann hat er die zugewiesen. Sowas in der Art zum Beispiel. Das Ganze kann ich aber auch mit einem Adressbuch machen und mit einem Kontaktformular auf einer Webseite. Kommt da was rein, kann ich das bis zum Kanban-Board durchschieben. Auch hier wieder, wir haben eine Liste, wir haben ein Kontextmenü, dort integriert sich das. Ich kann das filtern, ich kann mir Bookmarks anlegen dafür. CTI, definitiv ein Highlight, insbesondere mit dem Angebot von Playstale. Da sind wir Partner, aber deswegen auch Partner, weil erstmal ist es nach wie vor noch eine deutsche Firma im deutschen Bereich tätig, gehört zwar mittlerweile zu Cisco, aber wir haben einen Anbieter gesucht, mit dem wir partnerschaftlich arbeiten können, die erstmal sich als Partner verhalten, aber die vor allen Dingen auch eine Schnittstelle haben, mit der wir wirklich viel machen können. Und das geht mit Playstale. Wir haben auch Konfigurationen für RingCentral, für Asterisk-Anlagen im Allgemeinen mit einer ARI-Schnittstelle, aber auch frei konfigurierbar. Deswegen, nicht alle Funktionen sind immer mit jeder TK-Anlage machbar. Aber was die Playstale-Anlage angeht, ist das schon, sage ich mal, sehr ausgefuchst. Also klassisch ankommender Rufe öffnen zum Beispiel einen Kontakt. Ich habe eine Anrufliste. Ich kann die Anrufe in einem Kalender darstellen. Ich kann Anrufe, also da sehe ich zum Beispiel sofort im Kalender, wenn ich einen Anruf verpasst habe. Ich kann aus Anrufen direkt Stundenzettel, Adressbücher oder Aufgaben machen. Ich kann meine Nebenstellen auch administrieren darüber. Theoretisch muss ich bei Playstale zum Beispiel als Admin auch nicht mehr
Nebenstellen anlegen. Das mache ich über eGroupware und sage eGroupware, der Benutzer bekommt die Nebenstelle, dann ist das Thema erledigt. Der kann zum Beispiel sein Smartphone, die App von denen installieren. In der eGroupware selber kann er sich einen Barcode aufrufen, hält sein Handy da drauf und schon ist das Gerät konfiguriert. Ganz feine Sache. Ich zeige hier nochmal die Anrufliste und was ich damit machen kann. Könnt ihr euch später nochmal in Ruhe anschauen. Zeiterfassung, ganz klassisch Stundenzettel. Das ist jetzt nicht die Zeiterfassung, die ich normalerweise heute machen muss für eine Abrechnung in einem Großbetrieb. Ich mache Stundenzettel, kann die entsprechend mit Bordmitteln, mit eGroupware-Bordmitteln aufbohren. Ich weise diese Stundenzettel dann Projekten oder Aufgaben oder eben Tickets zum Beispiel zu und kann das dann hinterher eben entsprechend auswerten. Ich kann zum Beispiel Stundennachweise für einen Techniker, für einen bestimmten Kunden für den Monat XY mir eine Tabelle drucken lassen und dem zum Beispiel als Stundennachweis mitgeben lassen oder direkt in eine Rechnung oder was auch immer. Wir können all diese Dinge, die wir an Informationen hier in eGroupware haben, exportieren in ein Dokument. Diese Felder lege ich einfach zum Beispiel in einem Textdokument als Variablen an, drücke dann hier drauf und dann kommt da eine Rechnung raus. Entweder als Download oder wenn ich Collabora Online installiert habe, in Collabora Online direkt verarbeitbar, versendbar als PDF, konvertierbar und so weiter. Wie gesagt, zu Collabora Online und den Möglichkeiten, Dokumente zu erstellen aus eGroupware selber, gibt es eine Menge Vorträge von mir. Definitiv kann kein anderes System. Wer da Anwendung für hat, der wird da richtig seine Freude dran haben. Es wird in der nächsten kommenden Version an der Stelle eine Erweiterung geben, um Zeiten zu erfassen. Zum Beispiel, wenn jemand Support macht, kann er die Zeiten viel, viel schneller in Zukunft auf bestimmte Projekte oder Kunden eben entsprechend verbuchen. Auch das wieder wird eine Liste, ist auswertbar, filterbar, exportierbar, in Dokumente reinzuschieben oder was auch immer. Ressourcenverwaltung. Klein, aber fein. Ich kann Poolautos, Besprechungsräume, wenn es auch sein muss, auch Kaffee damit verwalten. Ich kann also Ressourcen direkt im Kalender oder im Modul selber auch buchen. Ich kann da Aufgabenträger, die dann den Kaffee bringen, definieren und so weiter. Das Ganze ist aber beliebig erweiterbar und durch benutzerdefinierte Felder, aber eben auch zum Beispiel durch den Anhang von Dateien. Gibt es auch einen schönen Vortrag von mir zu. Ein Screenshot da heraus von einem Anwender aus einer Universität, der verwaltet dort zum Beispiel Laborgeräte. Da dran hängen dann aber zum Beispiel Informationen, wann ist das zuletzt gewartet worden oder eben auch das PDF mit der Bedienungsanleitung oder ein PDF mit einer eigenen Bedienungsanleitung der Fakultät oder sonst irgendwas. Dann können die Sachen hier gebucht werden und so weiter. Damit kann ich eine Menge organisieren. Ja, ich sprach das ganz kurz an. Ich kann eigene Anwendungen entwickeln auf Basis von eGroupware, weil ich sag mal sowas wie Benutzerverwaltung, der Mailversand, Dokumente füllen, Integration in andere Module, das ist irgendwie alles da und das kann ich mitnutzen. Ja, das muss ich nicht von Grund aufbauen. Und dann kann ich eben auch Webanwendungen, eigene oder welche auch immer, als iFrame einbinden mit Authentifizierung, Datenbandintegration oder was auch immer. Da gibt es weitreichende Möglichkeiten. Es sind aber immer bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Aber da ist noch eine Menge Luft nach oben. Auch dazu gibt es einen Vortrag. Zwei Screenshots von Bekannten von uns, die ihre Anwendungen dort entwickeln. Der erste Screenshot zum Beispiel, ich weiß nicht, wer es lesen kann, da steht was von Lehrer, Klassenräume. Ja, das ist eine Schulverwaltung. Da wird ein komplettes Gymnasium mit dieser Schulverwaltung, mit einem Vertretungsplan und so weiter verwaltet. Die verwalten auch ihre Dokumente da drin. Da geht einiges mit. Das wird mittlerweile auch noch an anderen Schulen, an Berufsschulen eingeführt. Ist eine ganz feine Sache. Das hat ein Lehrer programmiert. Ein anderes Ding kann man schlecht erkennen, was es ist. Aber man kann so ein bisschen erahnen an diesen ganzen Icons oben waagerecht und auf der linken Seite, da hat jemand ganz viele Module eingebaut. Das ist ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, die sind im Bereich der Ansiedlung von Unternehmen, Steuern und so weiter in einem europäischen Ausland tätig. Der Verantwortliche dort hat auch noch einen Mitarbeiter, der so ein bisschen mitprogrammiert, aber selbst der Chef programmiert diese Module hier rein. Es gibt keine Software dafür.
Also macht er sich welche. Und das auf Basis von E-Groupware. Ganz schnell runtergezogen ein paar Besonderheiten. Wir integrieren geeignete Anwendungen, entwickeln auf Basis von E-Groupware eigene Anwendungen. E-Groupware selber braucht relativ wenig Ressourcen. Also bei der Installation 2 Cores, 2 Gig und ein paar Gig Platte reichen. Als Admin habe ich weitreichende Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Wenn man das verstanden hat, wie das funktioniert, macht das auch richtig Spaß, das Ganze optimal einzustellen. Man sollte das auch verstanden haben, weil dann ist auch insgesamt die Komplexität der ganzen Geschichte relativ gering. Im Gegensatz zum Beispiel über reine Microsoft-Umgebungen in einem Betrieb zum Beispiel. Das halte ich einfach für nur einen Bruchteil so komplex. Datensicherung ist recht einfach gemacht. Es gibt eine Mobilansicht. Ich muss nicht unbedingt synchronisieren auf einem Endgerät. Es gibt eine Mobilansicht, die so ab 5 Zoll ganz brauchbar ist, auf dem Tablet sowieso vernünftig funktioniert. Ich muss also meine Daten nicht irgendwo hin synchronisieren, in irgendeinem Adressbuch, auf irgendeinem Telefon. 2-Faktor-Authentifizierung machen wir. Auf der anderen Seite können wir authentifizieren gegen die eigene Datenbank, aber auch LDAP, AD, Mail, Shibboleth, SAML, was auch immer. Wir integrieren uns praktisch überall. Wichtig ist, wir bieten E-Groupware als SaaS-Lösung im Rechenzentrum an und man kann das on-premises machen, bei sich im Betrieb zu Hause oder eben bei dem Hoster seines Vertrauens. Und man kann eben auch wechseln. Wir haben öfter Leute, die sagen, ich will hier keinen Server mehr stehen haben, das schaffen wir jetzt ab. Dann kommen die mit ihrer E-Groupware bei uns zum Beispiel ins Hosting. Da sind auch schon wieder welche weggezogen, die sagen, wir wollen den Server bei uns haben. Wir haben mittlerweile da so sensible Daten, das wollen wir bei uns haben. Geht in beide Richtungen. Und wie gesagt, wir leisten auch Support gegen Budget für CE-Versionen. Das heißt also für die ganz freie Version. Da muss sich keiner alleingelassen fühlen. Wichtig insgesamt ist, wir verknüpfen viele Informationen im Gesamtsystem. Ich denke, das ist jetzt so recht deutlich geworden. Wir bauen da keine Inseln, sondern fügen Informationen zusammen und können so auch Transparenz schaffen, auch für andere Benutzer des Systems, da was wiederzufinden. Das Infolog selber als Allzweckwerkzeug kann ich aufbohren bis zum geht nicht mehr. Eigene Felder eben dann erstellen. Wir können Dokumente füllen, weiterverarbeiten, als PDF versenden oder was auch immer. Ich kann Mailkonten für Gruppen anlegen. Also im einfachsten Fall in der Organisation lege ich genau ein Mailkonto an. Denn der Rest wird dann immer pro Benutzer aus dem Benutzeradressbuch gefüllt, sowohl die Signatur als auch die Anmeldedaten am Server. Favoriten. Wir können diese ganzen Filter und so weiter in Favoriten abspeichern und das auch durchaus für eine Gruppe. Ich kann also zum Beispiel, habe ich an einer Stelle Azubis, die müssen auf bestimmte Dinge zugreifen und da habe ich für die Favoriten angelegt für die Gruppe Azubi. Das heißt, jeder Azubi hat diesen Favoriten drin und muss sich niemand selber machen dann. Kategorien können wir weitreichend, global, pro Modul, pro User anlegen, mit Farben versehen, Berechtigungen versehen und so weiter. So kann man das Ganze ein bisschen bunt machen, um bestimmte Sachen besser zu erfassen, zu filtern und so weiter. Ich mache viel mit Berechtigungen auf Anwendungsebene, auf Felder, auf Daten, Dateien, auf Gruppen oder eben auf Benutzer. Ich kann das also so reglementieren, dass jeder wirklich nur das sieht, was er sehen darf. Sharing machen wir, wie gesagt, mit Dateien und Kontakten. Wenn wir etwas suchen in E-Groupware, dann ist das im Regelfall eine Volltextsuche. Das heißt, im Adressbuch zum Beispiel habe ich eine Volltextsuche. Ich suche in jedem Feld nach bestimmten Textstrings. Jedes Objekt, was angelegt wird, ob das jetzt ein Kontakt ist oder ein Termin oder sonst was, bekommt auch ein Dateiverzeichnis. Und da liegen dann immer die Dokumente drin oder Dateien oder Bilder oder was auch immer, die ich da dranhänge. Das läuft automatisch im Hintergrund, da muss ich mich nicht drum kümmern. So kann ich auch die Sachen direkt scheren, weil das einfach alles da ist. Zwei Sachen ganz kurz noch ein bisschen vertieft. Benutzerdefinierte Felder in allen Anwendungen außer Mail, weil wir die Mails nicht in der Datenbank speichern. Ich kann ganz viele Feldtypen anlegen, so Checkboxen, Datum, Text, HTML, E-Mail, Passwortfelder mit Passwortgenerierung und so weiter. Ich kann Pflichtfelder definieren.
Ich kann Berechtigungen versehen, zum Beispiel, dass bestimmte Felder im Adressbuch nur von bestimmten Gruppen gesehen werden, zum Beispiel. Ich kann Auswahlfelder anlegen, wo ich dann schon bestimmte Auswahlen vordefiniere, damit jemand auch diese Auswahl trifft und genau diesen Text und nicht irgendeinen Fantasietext da reinschreibt. Die Felder selber kommen in den einzelnen Modulen jeweils auf einen separaten Tab. Ich kann das Ganze in die Masken auch einbauen. Ich kann mir eigene Tabs, eigene Masken und so weiter bauen. Das Ganze wird aber erst update-sicher mit einer EPL-Version. Das machen wir sehr viel für Kunden. Wir bauen denen ihre Felder ein, die sie brauchen, und wir bauen denen ihre Masken ein, wie sie die haben wollen, in der Reihenfolge, wie sie die haben wollen, in der Anordnung, wie sie die haben wollen und so weiter. Kleiner Screenshot nochmal. Wir können hier im Infolog zum Beispiel eigene Infolog-Typen anlegen mit eigenen Feldern und so weiter. Ganz ehrlich, da muss man ja nicht auf die Datenbank oder sonst was. Das macht ihr hier in dem User-Interface. Das ist auch wirklich, wirklich einfach. Verknüpfung von Informationen. Habe ich mehrmals angesprochen, ob das ein Kontakt, ein Termin oder sonst was ist. Der hat einen Kartenreiter, auf dem man Verknüpfungen anlegen kann. Erstmal zu anderen Kontakten zum Beispiel, Projekten, Infolog, einfach andere Objekte. Und ich kann Dateien eben da dranhängen, entweder per Drag and Drop gerade auf das Fenster ziehen, was bei Mail auch geht, per Drag and Drop eben Dateien reinschmeißen. Oder eben mit einem öffnen Dialog wähle ich da eine Datei oder Dateien aus und die landen dann im Verzeichnis und sind dann eben auch per Dateimanager oder WebDAV erreichbar. Das sehe ich hier. Wir haben unten einen Kartenreiter innerhalb eines Adressbucheintrags Verknüpfungen und da habe ich hier zum Beispiel in dem Fall noch einen weiteren Kontakt verknüpft, einen Infolog-Eintrag und eben auch zum Beispiel ein Textdokument. Kurz zur nächsten Version, die 2-3 Minuten haben wir noch. Wir wollten ursprünglich noch diesen Herbst oder eigentlich jetzt aktuell eine Version veröffentlichen, sind aber mit einigen Dingen ja nicht so vorwärts gekommen, wie wir das gerne wollten und haben einige Dinge gesagt, das machen wir lieber dann deutlich konsequenter. Es wird also erst Anfang nächsten Jahres eine neue Version geben. Es wird auch diesmal nicht so viel für den Benutzer sich ändern an Funktionalität. Wir haben einfach in den letzten 12 Monaten an Dingen gearbeitet, eher so unter der Haube. Also mal abgesehen davon, dass wir auf PHP 8.1 umstellen mit der Version, was wir allerdings auch für die aktuelle Version dieser Tage anbieten werden, auf PHP 8.1 umzustellen, einfach weil PHP 7.4 aus der Wartung herausfällt. Es macht eGroupware gefühlt schon einiges schneller. Also ich bin da relativ begeistert von. So wie wir das verwenden, das PHP, und mit der 8.1, also das geht alles schon ein bisschen flüssiger, merke ich deutlich. Dann haben wir in der Oberfläche eine Umstellung gemacht von der Technologie. Wir verwenden jetzt Web-Components und zwar ein Framework Shoelace heißt das. Die Oberfläche wird anders aussehen. Wir können die Felder und so weiter ordentlicher anordnen und auch leichter anordnen. Wir werden also in Zukunft ein ordentlicheres Interface haben, ein ansehnlicheres und vor allen Dingen auch können schneller weiterentwickeln. In der Oberfläche werden wir auch eine Konfiguration haben für die Schriftgröße. Dass man, also wir haben bisher eine relativ kleine Schrift, für manchen einen zu klein, gerade auf hochauflösenden Monitoren. Aber man glaubt gar nicht, was das heißt, für systemweit eine größere Schriftart einstellbar machen. Das ist ja noch einfach, die einstellbare Möglichkeit. Aber was da passiert in so einer Oberfläche, wenn plötzlich größere Schriften da sind, das glaubt man gar nicht. Da arbeiten wir also hart dran, dass das an jeder Ecke auch wunderbar funktioniert. Ich arbeite mittlerweile mit einer vergrößerten Schrift. Bin ich sehr froh drum. Das entspannt einfach am Bildschirm. Icons überarbeiten wir nochmal deutlich. Da auch herzlichen Dank nochmal an die Maren, die uns da unterstützt. Das mache ich mit ihr zusammen. Da werden ein paar Sachen schöner. Dann ein paar kleinere Sachen. Also den Push haben wir erweitert für den Dateimanager und Admin-Bereich. Diese Zeiterfassung, habe ich gesagt, wird aufgebohrt. Das wird so im nächsten Umfang sein. Da werden wir auch bald die ersten Release-Kandidaten veröffentlichen. Anhängend hier an den Folien sind noch einige Informationen über Vorträge etc. Die lasse ich aber jetzt in den Folien. Wir sind auch mit der Zeit am Ende.
Ich lade jeden ein, der eine Frage hat oder einfach mal ein bisschen was sehen will von eGroupware Live, kommt jetzt gleich in den Jitsi-Raum, treffen wir uns da und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte vorhin den Link schon dargestellt, also jitsi.tuxtage.de/fragen-23. Ja, da freue ich mich einfach gleich auf gute Fachgespräche und gute Fragen, die ich gerne beantworte. Ansonsten wünsche ich euch noch mit dem Programm von den Tux-Tagen viel Spaß und lasst euch nichts entgehen. Bis dann. Tschüss. Jawohl, und da haben wir den Sean schon wieder eingefangen. Ich habe auch gerade noch eben so schnell Luft holen können von der Einmoderation hier in die nächste schnell geguckt. Der Sean muss auch Luft holen, weil der hat noch viel länger geredet, als ich das gerade getan habe. Aber so ist das. Ganz im Ernst, das macht auch viel mehr Spaß, das so zu machen, als wenn man hier die ganze Zeit, ich sitze ja nicht die ganze Zeit hier, aber ne, als wenn man hier untätig irgendwas machen würde, wäre ja auch doof. Und demzufolge kann der Sean jetzt erstmal einen Schluck trinken, so ein bisschen gucken, sich zu orientieren, um dann hier gleich so ein bisschen was auch weiterzumachen. Das ist ja, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. So. Sean, was haben wir denn jetzt eigentlich so auf dem Programm stehen? Ich bin ja jetzt vom Track B einfach hier rüber gekommen. Was kannst du uns da erzählen? Ja, wir hatten ja eben den Talk über Snap, Flatpak und App-Images, haben sogar ein bisschen überzogen. War eine sehr, sehr tolle Diskussion. Vielen Dank da nochmal an Micha und Hauke. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu der Auflösung der Tux-Tage-Umfragen. Wir schauen uns einfach mal an, was ihr denn so gesagt habt, was ihr denn darüber so meint. Und gehe hier mal ganz kurz drauf, teile gleich meinen Bildschirm. Wir haben 77 Teilnehmer. Vielen, 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 vielen Dank. Damit sind die Umfragen jetzt geschlossen. Und ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Ein Moment, Zusammenfassung hier, das passt gut. Und irgendwie genau. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Ich teile einfach mal meinen Bildschirm. Zack. Und ich gehe hier mal in den Vollbildmodus und gehe hier mal ein bisschen größer, dass wir hier auch ein bisschen mehr sehen. Ne? Das machen wir zu. Schau mal, damit können wir doch arbeiten. Also, wunderbar. Am Anfang kommen wir einfach mal zu einer Frage. Die Tux-Tage-Fragen, die würde ich erstmal so ein bisschen, tun wir mal ein bisschen vorlesen, aber wir gehen dann mehr auf die Interpretation von der Linux-Nutzung natürlich. Welcher Programmpunkt-Vortrag hat dir am besten gefallen? Talk über Snap Flatpak App Image, sehr cool, da war jemand ganz zeitig fertig, genau. Alterte Linux-Community, was kann man dagegen unternehmen? Sehr, sehr stark, wunderschön. Univention, witzigster Beitrag ever bei den Tux-Tagen. Haben wir häufiger gehört, nicht nur von den Zuschauern, auch im Team, ne, haben wir den sehr, sehr gemocht. Die Übersicht über alle Linux-Desktops, sehr cool. Und ButterfS, die cool im Raum, stark. Ne, kommen wir dessen, die vom Government, genau, von Univention war das. Erste Schritte mit Inkscape, war sehr, sehr toll. Inkscape-Vortrag von Maren, erste Schritte mit Inkscape. Kommen wir dessen, die vom Government, Diskussion, Prozessdiskussion, raus aus der Bubble tatsächlich. Ich höre dem Hans gerne zu, oh ja, ich aber auch. MX Linux, sehr schick, Übersicht über Linux-Desktop, Michel Franken wieder. Hauke mit M23, wieder Spielen unter Linux an Füllhorn der Möglichkeit, war auch toll. Univention wieder. Ja, wir werten das einfach mal aus, wer da wirklich so Platz 1 ist. Und je nachdem, was euch am besten gefallen hat, werden wir dann solche Vorträge in der Art mehr akzeptieren im nächsten Jahr und andere dann vielleicht so ein bisschen weniger, dass wir einfach so sehen, okay, gut, wir orientieren uns da inhaltlich einfach dorthin, was ihr am liebsten schaut, was euch am besten gefallen hat. Natürlich gehen wir davon auch aus, wer hat das vorgetragen und so weiter. Das geben wir alle durch. Dann würde ich sagen, wie wurdest du auf die Tux-Tage aufmerksam? Durch YouTube die Hälfte, 30% durch Linux-Seiten und auch durch Social Media dann tatsächlich ein paar. Also tatsächlich sehr stark, dass hier der Linux-YouTube-Kanal noch gut carried, sagt man so schön, ja, also einfach schön zieht, aber auch die News-Seiten und damit auch herzlichen Dank an linuxnews.de, gibt ganz, ganz tolle Neuigkeiten dort oder linuxmagazin.com, aber auch gnulinux.ch und auch michelfranken.de. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Seiten oder die Tux-Tage erwähnt habt und so. Und ich meine, es werden auch noch ein paar andere gewesen sein. Herzlichen Dank dafür. Ja, ansonsten, weiter geht es. Seit wann bist du bei den Tux-Tagen dabei?
40% haben ihre erste Tux-Tage. Krass, oder? Wir das machen das heute viel, schon zum dritten Mal. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, weil die anderen Veranstaltungen ja auch eine ganz andere oder ganz andere Rahmenbedingungen hatten. Ne? Das heißt also, wir waren ja teilweise mit der ersten im Lockdown, mit der zweiten so im halben Lockdown. Da hätte ich jetzt fast drauf getippt, aber dass es diese jetzt ist, das ist schon echt ein Ding. Anscheinend ist unsere Promo-Aktion an dieser Stelle für diese aktuellen Tux-Tage jetzt dann breiter gewesen, so dass das dann auch zu dieser Abstimmung gekommen ist schon. Sehr schick. Und das zeigt tatsächlich, auch wenn alle wieder offline hingehen, online haben wir auch ordentlich Power. Und damit herzlichen Dank. Freut uns, dass ihr alle dabei seid. Und sehr, sehr stark. Das heißt aber auch, wir haben ungefähr genau die gleichen Zuschauerzahlen. Ein bisschen mehr tatsächlich als letztes Jahr, was toll ist. So, ich sag mal 10-15% mehr als letztes Jahr. Heißt natürlich, dass wir auch wieder ein bisschen verloren haben an Leuten, die natürlich vielleicht in den zuvorigen Jahren dabei waren. Aber ich denke, das ist ganz normal, ne? Dass man mal ein bisschen austauscht. Aber dass wir auch dieses Jahr so viel Neue haben. Herzlich willkommen. Und freut uns, dass ihr da seid. Vielleicht sehen wir euch ja wieder nächstes Jahr. Wir sind jedes Jahr im November. Ich denke, nächstes Jahr wird es wieder Tux-Tage geben. Haben wir zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber es sieht gerade sehr danach aus. Also von daher sehr, sehr schön. Toll, dass ihr da seid. Und wie gefallen euch bis jetzt die Tux-Tage? Nicht so einer. Da hoffen wir, dass wir das im Feedback noch mal ein bisschen genauer sehen. Aber dem größten Teil gefällt es sehr gut. 90% geben mindestens die Note 2. Ich denke, das ist okay. Genau. Wunderbar. Dann, was können wir besser machen? Das werden wir uns dann nochmal separat durchlesen. Ich glaube, das ist viel zu viel, was wir hier durchlesen können. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so viel geschrieben habt. Wir werden uns alles durchlesen. Heute Abend an der Teambesprechung. Wir haben nach der Verabschiedung, geht es für uns auch mal richtig los. Dort werden wir auch nochmal den ganzen Spaß durchgehen und uns auch wirklich alles durchlesen. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Das hilft uns sehr, dass wir die Tux-Tage im nächsten Jahr noch besser machen können. Genau, gibt es hier was besonders gut gefällt? Die familiäre Atmosphäre, das ist schön. Tux-Tage 3D, das 3D-Gelände kommt sehr gut an. Ich habe da fast gedacht, wir schauen mal später in der Umfrage auch nochmal, wie gut euch das gefällt. Habe ich auch im Vorfeld so teilweise sehr viel Kritik erhalten, so, ja, ob das so wird, dieses Metaverse. Wir haben es dann in Richtung 3D-Gelände umbenannt. Das ist nun sozusagen der Name Metaverse, der ja auch teilweise leider sehr negativ behaftet ist momentan, etwas in den Hintergrund gerückt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum, welcher Desktop ist dein Lieblingsdesktop? Was sagst du dazu, Lars? Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Ich gucke da immer so ein bisschen was drauf. Ja, noch einmal, ich komme da ja vielleicht auch so als einer ein bisschen aus einem ganz anderen Bereich und kann dann vielleicht da auch gar nicht so großartig drüber mitreden. Will ich vielleicht auch gar nicht, aber da bin ich echt überrascht. Weil den Eindruck, den ich immer so auch von draußen habe, eigentlich immer ein anderer ist. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage der Klientel, die wir hier haben. Dass Gnome so weit hinten ist und Cinnamon dann so weit vorne ist, mag dann hier natürlich auch, wie gesagt, hier an den Zuhörern liegen. Überrascht mich. Weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich trinke auch noch ganz schnell. Ach so, Entschuldigung. Die Tux-Tage-Tasse. Alles schmeckt besser aus der Tux-Tage-Tasse. So, also, ich muss sagen, mich überrascht es auch. Und da müssen wir natürlich auch sagen, diese Umfrage ist ein bisschen verfälscht, wenn wir sehen, dass 50% durch YouTube kommen. Ne, durch meinen YouTube-Kanal. Das heißt, wir haben eigentlich hauptsächlich, ich würde sagen, mein YouTube-Kanal ist sowieso mehr für normale Linux-Nutzer, nicht so krass wie die Linux-Profis. Ich glaube, die Linux-Profis sind eher hier drinnen und vielleicht noch hier drinnen. Mhm. Ne, aber durch YouTube kommen viele, also es sind auch ein paar Profis dabei, aber viele sind eher Casual-Nutzer, sage ich mal, also so ganz normale Nutzer. Und von daher würde ich mal sagen, ist das, ich würde einfach mal sagen, in dem Fall etwas verfälscht mit Cinnamon. Ne? Aber es ist toll, also Cinnamon ist ein toller Desktop. Aber ja, dass Gnome so weit hinten ist und
gut gleichzieht mit XFCE, das ist schon eine Sache. Ne? Klar, wir haben nur 77 Abstimmungen gehabt, von daher 77 Leute. Das sagt natürlich nicht über das Verhalten von Zehntausenden aus. Ne? Klar, aber es gibt zumindest schon mal eine Richtung. Klar. KDE Plasma hat mich auch überrascht, dass es so weit oben ist. War es vor allem vor 2 Jahren auch, meine ich. Und da war es sogar noch weiter oben. Da war es tatsächlich auf Platz 1, meine ich. Cinnamon müsste auf Platz 2 gewesen sein. Aber dass Cinnamon jetzt KDE überholt hat, finde ich auch stark. Natürlich kann auch sein, natürlich, dass die Zuschauer sich jetzt auch ganz anders zusammensetzen. Ja. Ansonsten Tastatur bin ich im Desktop. Ne? Haben wir hier auch ein paar mit dabei. Pentium auch nochmal, also Elementary OS-Nutzer wahrscheinlich. Mate haben wir gar nicht so viele. Ich muss sagen, ich finde auch Mate gar nicht so toll. Und da sehen wir auch nochmal, also nicht so, ist es schon okay, aber ich weiß nicht, warum ich ihn nutzen sollte. Dann nutze ich lieber ein XFCE. Und das sagt in dem Fall auch eher die Community, dass Mate eher weiter, also nicht so unbedingt das ist, die Wahl ist, sondern eher meistens XFCE. XFCE ist auch ein geiler Desktop. Ne? Ich glaube, das können wir alle mal festhalten. So als Zitat im Jahr 2022. Na, so, weiter geht es mit einer weiteren Frage. LXQt, kaum jemand, Unity, sehr wenig. Ja, sehr schade. Na, Deepin 0, nur die Konsole, also das wären dann nur die Server-Admins gewesen, die vielleicht sonst Windows oder macOS haben, haben wir aber keinen jedenfalls dabei gehabt. Welche Internetbrowser nutzt du regelmäßig? Alle haben den richtigen angekreuzt. Sehr stark. Mhm. Ich muss sagen, das verwundert mich. Also ich finde es toll. Ich bin auch hauptsächlich Firefox-Nutzer, aber ich bin jetzt vor einer Woche oder 2 Wochen immer mehr in Richtung Chromium und Chrome gedriftet, weil ich gemerkt habe, dass Firefox extrem langsam ist. Beispielsweise, wenn wir die Tux-Tage-Webseite bearbeiten, wenn ich auf die Nextcloud gehe oder so, dann ist Firefox bei mir extrem langsam geworden in den letzten Monaten. Und da muss ich sagen, finde ich es schade. Aber trotzdem sehen wir hier, Chromium, Google Chrome sind natürlich, wenn man zusammenzählt, auf 40%. Ja. Wichtig, wir kommen hier über 100%, weil wir Kontrollkästchen haben. Ne? Aber das heißt, 80% der Nutzer nutzen auf jeden Fall Firefox mit und trotzdem noch ein paar Google, Chrome und Chromium. Finde ich auch stark, dass Google Chrome dann doch noch so viel ist, weil Chromium ja eigentlich eher das Freiere ist. Aber Brave haben wir auch direkt dahinter dann. Microsoft Edge, Opera sind auf dem absteigenden Ast, Vivaldi auch, war früher, glaube ich, auch mehr angesagt. Tor könnte vielleicht sogar ein bisschen gestiegen sein. Ne? Ja. Aber ansonsten, Brave ist auch cool, dass das so viele nutzen, ist auch ein toller Browser. Ich selber konnte mich nicht damit anfreunden, habe ich aber auch mal eine Zeit lang genutzt. Könnte man vielleicht auch mal machen. Welchen Browser nutzt du? Firefox natürlich in der Hauptsache. Manchmal komme ich um Chromium nicht drumherum, aus den gleichen Gründen, die du gerade auch schon gesagt hast. Manchmal aus Kompatibilitätsgründen braucht man ihn, ja, aber erste Wahl wird er nie sein. Ja, und deswegen, ich kann dieses Bild, so wie es da steht, definitiv verstehen. Allein aus Sicherheits- und Datenschutzgründen ist der Firefox immer an erster Stelle. Vor allem kann ich damit auch hier meinen internen Tor-Proxy direkt konfigurieren. Das kann ich mit Chromium auch, ja, über eine Befehlszeile, selbstverständlich. Ja, aber im Firefox kann ich das schnell mal an- und ausmachen, wenn bestimmte Seiten nicht gehen. Und deswegen ist Firefox bei mir ganz vorne dabei, ja, ohne Frage. Sehr cool. Richtig cool. Gut, weiter geht's. Mit, setzt du auf deinem Rechner auf Dualboot? Wie viele Dualboot-Nutzer haben wir? Gar nicht so viele. Das überrascht ungefähr mich jetzt, ehrlich gesagt. Mich auch. Die meisten haben wirklich nur ein System. Ja. Und nur 10% haben noch ein anderes Linux drauf. Das heißt wirklich, 70% sind gefestigt in ihrer, jedenfalls scheinen gefestigt zu sein, in ihrer Distributionswahl. Was ich stark finde, was ich gut finde. Was ich sehr, 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 sehr gut finde. Weil, ja, dann ist man da angekommen, man ist zufrieden mit der Distribution und kann richtig gut arbeiten und wechselt nicht die ganze Zeit hin und her. Ne? Ansonsten auch, ja, mit einem anderen sonstigen OS, ja, mit anderen Linux weniger und wirklich auch Windows sehr wenig. Finde ich
finde ich cool und uncool, je nachdem, weil vielleicht wünscht man sich auch noch ein paar Nutzer, die vielleicht auch parallel, beziehungsweise die einfach mehr von Windows kommen. Mag aber auch einfach sein, dass die meisten Leute, die von der Windows-Welt kommen, dann irgendwann wirklich sehen, sie brauchen kein Windows mehr. Habe ich auch vorhin im Chat gelesen irgendwo, ja, ich habe Linux neben Windows installiert und so weiter und seitdem habe ich es nicht mehr gestartet. Ich glaube, es war ein YouTube-Kommentar vorhin. Aber ja, ne, mag sein, finde ich cool und finde ich auch nochmal ein starkes Statement, beispielsweise auch für Manjaro. Manjaro kann beispielsweise nicht unbedingt mit dem Group umgehen, mit anderen Group-Systemen von anderen Betriebssystemen. Die brauchen immer ihr eigenes Group. Und von daher gibt diese Umfrage hier tatsächlich doch nochmal gut Rückenwind für Manjaro tatsächlich, weil gar nicht so viele andere Linux nutzen. Natürlich noch 10%, aber es sind deutlich weniger, als ich mir vorgestellt habe, oder? Ja, nee, ohne Frage. Ne? Es gibt ja ganz viele, die auf proprietäre Software auch noch angewiesen sind und dann zwangsläufig ihr Windows auch benötigen. Logisch, ne? Gerade im beruflichen Umfeld, aber so, ne? Ist Linux dann schon da richtig installiert, absolut. Diejenigen. Alles andere braucht man eh nicht. Absolut, würde ich so sagen. Ja. Gut, wann installierst du dein Desktop-System neu? Einfach mal eine Frage, wie häufig aktualisiert euer System? Wann installiert ihr es überhaupt neu? Also ihr sagt ab und zu, ich überspringe manche Versionen und aktualisiere nach einigen Jahren mein System neu. Sagen 27%. Dann 23% haben ein Rolling-Release-System. Die haben dieses Problem nicht. Dann haben 21% bei jeder LTS-Version der Linux-Distribution. Da würde ich mich, also nee, neu installieren würde ich mich nicht da einordnen. Ich würde mich auch in der ersten Gruppe einordnen. Aber ich aktualisiere sozusagen mein Betriebssystem auf jede neue LTS-Version quasi mit. Ansonsten gar nicht. Ich aktualiere schon immer auf die neueste Version. Ne? Also, okay, check. Also tatsächlich in der Hinsicht gedacht, die Frage, vielleicht war die Frau gerade was etwas unverständlich formuliert. Das heißt, du installierst dein System nie neu, sondern aktualisierst immer auf die neueste Version. Da würde ich mich nie mehr einordnen. Ne? Und dann ansonsten nach jeder Veröffentlichung einer neuen Version beim Kauf eines neuen Computers und auch einer hat das erstmal ausgelassen. Okay, sehr, sehr stark tatsächlich. 23% haben nur ein Rolling Release System, ja. Der Rest ist auf Stable Release hiermit. Ja, ich bin auch bei Rolling Release, bei allen Systemen, die ich irgendwo habe. Ich habe entweder auf den Laptop Manjaro und auf allen anderen Servern habe ich Arch und deswegen ausschließlich Rolling Release. Und ich lebe da echt super gut mit. Absolut, absolut. Mhm. Dann kommt da gerade die Frage, die Distri-Frage ist leider unvollständig. Wo werden die erfasst, die 1-N VMs benutzen? Haben wir in dem Fall nicht gefragt. Ne, es geht wirklich, was hast du physisch auf dem Rechner installiert? Ne? Das ist erstmal auch nicht der Sinn der Frage gewesen. So, Workstation mit Dualboot, okay, da kommen nochmal die verschiedenen Sachen. Besser KVM als Dualboot ist auch eine Frage. Das ist eine Frage gewesen, die wir vielleicht auch reinfügen hätten können. Nutzt ihr Virtual Maschinen für was? Ne? Weil wie viele nutzt ihr eigentlich VMs? Das würde mich auch mal interessieren. Wie viele Bildschirme hat dein Hauptcomputer? Witzig, oder? Schau mal. Ja, das ist ein 1, 2, 3 ist lustig. Absolut, ne? Ein Hauptbildschirm haben 40%, über 40%. Zwei Bildschirme haben aber auch schon 40%. Und das finde ich stark, dass wirklich so viele zwei Bildschirme haben auf ihrem Hauptrechner. Das finde ich extrem viel, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich extrem viel. Und da würde ich sagen, haben wir tatsächlich auch viele Pros dann so mit dabei, weil ich glaube, die meisten, die viel auf dem Rechner machen, die werden dann auch mehrere Bildschirme haben. Ja. Und von daher haben wir da schon relativ viele hier mit 2 oder 3 Bildschirmen. Wie viele hast du, Nas? Muss ich das sagen? Meine Zahl ist 30. Nicht gelistet. Dann also da unten wahrscheinlich. Ja, definitiv. Sehr stark. Ja, absolut. Ja, sehr stark. Tatsächlich. Ja. Ja, krass. Wie viele hast du? An deiner Rechner. 6 Bildschirme. Das heißt also, wow. Und du schaffst es, überall ein Fenster irgendwo mal hinzubringen. Also ich muss sagen, ich habe ja 3 und also trotzdem ist alles voll bei mir, aber ich wüsste nicht, was ich gleichzeitig wirklich so häufig brauche. Ich habe dann noch diverse Server, die ich dann gleichzeitig dann auf den Fenstern als Terminal oder sonstige Sachen offen habe. Die habe ich dann auf diesen Monitoren, die ich dann auch benutze. Ja, und nicht ständig da in den Fenstern rumklicken muss, das ist eigentlich so ein bisschen der Grund.
Okay, stark, 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 stark. Ja, krass. Ja, gut, bei Server macht Sinn. Ja, aber da teile ich dann manchmal auch den Bildschirm. Dann kriege ich auch 6 Server drauf, wenn man so möchte. Aber ich brauche noch mindestens eine Anleitung und mindestens ein Fenster, wo ich googeln kann, gefühlt. Von daher, ja gut. Okay, wofür verwendest du dann Linux? Da konnte man jetzt wieder mehr ankreuzen. Also 95% Surf im Internet. 84% für Büroarbeit auch noch. Also 84% unserer Linux-Nutzer nutzen das Ding auch für Büroarbeit. 70% schauen Serien und Filme. Sehr cool, dass dann doch so viele dann da auch, ich sag mal, in Richtung Multimedia gehen, zum Basteln. Das ist also für, ich meine, Raspberry Pi und so weiter gedacht. Nutzen das wirklich 50% zum Basteln? Kommt mir ein bisschen viel vor. Kann aber sein, dass es vielleicht auch anders interpretiert wurde. Muss ja auch mal schauen, was interpretiert der Zuschauer da. Zum Programmieren, 50% sind Programmierer bei uns. Sehr stark. Also da sehen wir auch wieder, dass die Tux-Tage doch nochmal ordentlich nerdiger sind als jetzt mein YouTube-Kanal. Ja? Also von daher, glaube ich, sind vom YouTube-Kanal besonders auch die nerdigeren, beziehungsweise die kundigeren Linux-Nutzer, sagen wir es doch mal so. Hört sich doch schön an. Rübergekommen. Zum Spielen, 40% der Linux-Nutzer spielen auch. Für Schule, Universität, Ausbildung, lernen, nee, ist nicht so geil, ne? 31% als Serverbetriebssystem, nur als Serverbetriebssystem, 13% und keine Antwort. Okay. Sehr stark. Ich muss sagen, ich finde stark, dass die Serien so weit oben sind. Das Basteln kann ich nicht einschätzen. Und ich finde es cool, dass das Programmieren relativ hoch ist. Dass doch so viele mit Linux programmieren. Ohne Frage. Ich glaube, Basteln ist mehrdeutig. Ich bastle auch gerne an meinen VMs und neuen Systemen. Das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Ja, wenn man das so sehen, dass man Linux basteln, also wie ist man Linux am perfektesten, dann hätten wir eigentlich hier 50% potenzielle Arch-Nutzer. Willkommen. So nach dem Motto. Oh, ich bin gemein. Der Ton stockt immer wieder. Hat noch jemand das Problem? Schreibt doch mal, ob bei euch der Ton flüssig rüberkommt oder ob wir da Probleme aktuell haben. Gerne in die Chats schreiben. Genau, weiter geht es mit der Suchmaschine. DuckDuckGo ist auf Platz 1 über Google. Sehr stark. Google war in der letzten Umfrage noch auf Platz 1, Google ist aber weiter unten und dann kommt Ecosia auch schon, Startpage haben wir ein paar und auch viele andere. Gut, es kann sein, dass ich da viele Suchmaschinen nicht gelistet habe, es gibt ja ganz, 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 ganz viele. Also von daher, ich glaube, haben wir da vielleicht ein paar noch nicht erfasst. Aber Startpage und Ecosia sind auch groß dabei und DuckDuckGo hat bei uns in unserer Community natürlich Google überholt. Wenn wir das natürlich auf dem Gesamtmarkt sehen, ist es nicht der Fall, dass Google immer noch die Nummer 1 und ich glaube auch ziemlich unangefochten, wobei jetzt Microsoft mit Bing auch so ein bisschen was dagegen hält, aber Bing nutzt auch wirklich keiner. Aber nebenbei, alle Ecosia-Nutzer nutzen Bing als Untergrund, nur dass ihr Bescheid wisst. Wird okay. Anonymisiert weitergegeben, aber tatsächlich setzt Ecosia auf Bing. Bei Startpage müsste es, meine ich, Google sein, ne? Ja. Und DuckDuckGo müsste auch, DuckDuckGo ist, glaube ich, Meta und durchsucht Bing und Google, meine ich. Aber die meisten, die setzen auf die großen Crawler, weil das gar nicht so einfach ist, sowas, so ein Netzwerk aufzusetzen und extrem viel kostet. Also von daher, genau, haben wir hier tatsächlich, das überrascht mich, so viel, die DuckDuckGo nutzen. Sehr cool. DuckDuckGo ist eine coole Suchmaschine. Was nutzt du gerade, Lars? Ich nutze Startpage tatsächlich. Schon seit Anbeginn, schon immer und ewig auf allen Geräten, die ich irgendwo habe, Startpage, immer erste Wahl. Sehr stark. Du unterwegs? Ich muss leider gestehen, ich bin bei den 25% dabei bei Google. Ich bin vor 1-2 Monaten wieder auf Google umgestiegen, weil für mich Google einfach schnellere Suchergebnisse gebracht hat und teilweise auch bessere. Ja, ich kenne das. Tut mir leid in der Hinsicht. Von daher, ich habe mich so häufig ertappt, ich habe zuvor Ecosia genutzt, dass ich, wenn ich auf Ecosia nichts Richtiges gefunden habe, dann auf Google geswitcht bin. Und irgendwann war es mir wirklich zu nervig und Google hat teilweise gefühlt die besseren Ergebnisse gebracht. Ich glaube, das ist auch ganz viel mit Gefühl. Und ich muss sagen, in der Hinsicht, Google ist für mich auch einfach schneller in der Suche. Also ja, die laden die Dinger schneller als Ecosia und das hat für mich jedenfalls in der Hinsicht tatsächlich leider wieder Google hier hochgebracht. Aber auf dem Handy nutze ich DuckDuckGo beispielsweise und auch so häufig nutze ich beispielsweise Ecosia noch für die Streams und so, also schon noch relativ viel. Aber auch ein bisschen Google leider. So, in welchem Bereich hat Linux deiner Meinung nach noch aufzuholen, damit du selber glücklich bist? Die Betonung liegt, damit du glücklich bist. 49 oder 50% sagen Spiele.
Und dann kommen wir zu Finanzen und Steuern, wo auch noch viel Nachholbedarf ist. Also das heißt, wenn da jemand da gerade online dazuschaut und sagt, okay, welche Linux-Software soll ich programmieren? Was für Finanzen und Steuern? Mega. Macht aber, glaube ich, auch am wenigsten Spaß, bin ich ehrlich. Ne? Office sagen noch 19%. Ich meine, diese 19% sind unbegründet, wenn ihr euch SoftMaker Office einfach mal anschaut, als Office-Alternative zu Microsoft Office. Viele sagen aber auch, also haben da nicht geantwortet tatsächlich. Multimedia-Erstellung, also ich denke, wenn du da richtig im professionellen Bereich bist, wirst du es nicht schaffen, unter Linux da glücklich zu werden. Da ist Mac anscheinend, ich denke, immer noch die unangefochtene Nummer 1. Schule und Lernen sind sehr, sehr wenig. Da schaut euch mal Xorn++ an diejenigen, die das angeschrieben haben. Eigentlich ist für Schule und Lernen Linux auch super gut geeignet. Habe ich auch letztens ein Video zu gemacht. Grafiktechnisch 9%, Serverbereich 1%. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch 4 Minuten eigentlich. Was kommt danach? Danach kommt ungefähr 10 Tipps für Debian 11. Ne? Wir könnten den Vortrag noch 5 Minuten nach hinten schieben vielleicht. Ne? Danach haben wir 10 Minuten Moderationsblock. Wir könnten das theoretisch noch bis 50, meine ich. Na? Wo waren wir? Genau, bis 50 laufen lassen. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Reminder an die Regie. Nutzt du aktuell Wayland? Nein, nutzen aktuell nicht. Also ich wollte genau fragen, ob die aktuell Wayland nutzen, weil viele sagen, ja, ich nutze immer mal wieder ein bisschen was. Ab und zu habe ich tatsächlich noch zugelassen, aber aktuell nutzen die meisten kein Wayland. Ne? 14% nutzen aktuell nur Wayland, ab und zu vielleicht hier auch. Das heißt, keine Ahnung, was das ist, haben auch noch 18% angeworfen. Das heißt, wir haben zum einen die, ich sag mal, die krassen, kundigen Linux-Nutzer da, aber auch nochmal welche, die Wayland erstmal kein Begriff ist. Wayland ist ein neuer Anzeigeserver, der nach und nach Einzug in Linux findet. Genau, von daher Linux Mint nutzt ihn beispielsweise nicht, Ubuntu nutzt ihn schon. Haben wir aber trotzdem noch einen Großteil, würde ich mal sagen, so 60% würde ich mal sagen, würde ich einfach mal schätzen, wenn wir das halbe machen, 60%, die Wayland aktuell nicht nutzen, aber 40% auch schon. Das ist viel. Wobei wir beispielsweise mit OBS, mit dem Streamen unter Wayland absolut keinen Fuß auf den Boden bekommen würden. Ne? Es gibt leider auch noch viele Anwendungen, die da noch nicht angepasst sind. Überrascht dich das oder würdest du sagen, so genau hätte ich das erwartet? Ja, also da bin ich dann schon eigentlich so ein bisschen dabei zu sagen, ja, ne, vor allem bei den meisten, die wissen gar nicht, dass die Wayland benutzen, weil es einfach mit installiert wird und man hinterfragt es ja auch nicht, läuft. Man sagt ja immer, ne, so läuft und alles andere interessiert mich dann jetzt erstmal gar nicht, was denn da ist. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man installiert. Ne? Wenn du es am Terminal machst, wirst du darauf hingewiesen, dass verändert wird. Wenn es über eine grafische Benutzeroberfläche installiert, wird es einfach, das eine wird abgeschaltet, das andere wird installiert und du weißt es ja gar nicht. Ne? Und deswegen sage ich mal so, kann ich mir diese Nutzer, die sagen, ich weiß gar nicht, was es ist, gut erklären. Cool, ja, absolut. Ich mir auch, sehr gut. Nächste Frage, weshalb nutzt du Linux? Man konnte mehr ankreuzen. Unabhängigkeit haben 87% gesagt. Das ist wirklich das Key-Feature, würde ich auch sagen. 84% sagen Freiheit, das zu tun und das zu tun und lassen, was man möchte. Ich glaube, das wäre es gewesen. Stark angefangen, aber schwach oder stark nachgelassen auch wieder. So, dann mehr Sicherheit. Technisches Interesse, auch 70%. Die sind einfach interessiert, wie Linux von funktioniert. Das ist extrem viel und das ist sehr, sehr cool. Ja. Mehr Datenschutz, sagen 70%. Wobei technisches Interesse in der Hinsicht ist natürlich nochmal, ihr seid auf den Tux-Tagen, ihr seid da natürlich, um vielleicht noch zusätzlich was dazu zu lernen. Ne? Das ist ja hier eher weniger Serien schauen, das ist ja schon mehr Information. Von daher natürlich sind die meisten wahrscheinlich interessiert. Mehr Datenschutz, sagen auch 73%. 75% sagen, ist es kostenlos. Ja, das heißt, der andere Teil würde vielleicht sogar noch einen kleinen Obolus für zahlen. Theoretisch, beziehungsweise ihm ist es nicht so wichtig, würde ich mal daraus ableiten. Bessere Personalisierung haben weniger angekreuzt, auch nur 50%. Ne? Durch die Arbeit verpflichtet sind Gott sei Dank nur 3%, beziehungsweise 2 Leute in unserer Umfrage. Ich habe die bessere Personalisierung auch nochmal reingenommen. Aber gut, passt. Von daher, ich finde stark, dass die Unabhängigkeit ganz oben ist, dass kostenlos verhältnismäßig was unten ist, oder? Ja. Ne? Sehr aber schön. Scheint immer noch
Naja, sagen wir mal so, es ist immer noch ein Thema, ne? Also da guckt man ja nicht immer so. Ich habe immer diesen alten Spruch, den man mir auch oftmals so entgegenbringt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Und gerade bei Firmen spielt das immer eine nicht unwesentliche Rolle, ne? Und dann auch viel erzählt wird, was ist mit Support, was ist hiermit, was ist mit Hotline, wenn mal was passiert, wem gehört das, wer ist zuständig? Ne, und dann ist es immer so ein bisschen mit diesem kostenlos so eine Geschichte. Natürlich, die Unabhängigkeit spielt für mich mit einer der größten Rollen überhaupt. Ne? Das ist mit einer der Gründe, warum ich es auch zum Beispiel nutze, ja, ohne Frage. Ist bei mir auch auf jeden Fall auf Platz 1, würde ich sagen. Tatsächlich, genau das auch. Die Freiheit, das zu tun lassen, was man möchte, genauso damit. Also ist ja relativ viel ähnlich damit. Deswegen haben es auch ganz viele angekreuzt. Absolut. Und ich finde, vielleicht sollten wir diesen Punkt auch nochmal mehr werben. Dafür hingehend, was wir ja an der Podiumsdiskussion besprochen haben, hey, wir müssen irgendwie wieder mehr sexy werden. Oder also das haben wir dann bei dem, warum die junge Generation so wird, vielleicht damit auch nochmal ein bisschen reinpunkten. Ne? Ja. Wobei, wenn wir sehen, wie viele TikTok nutzen und da angemeldet sind und da ihre Zeit verpampern, habe ich da auch manchmal so ein bisschen die gute Hoffnung verloren. Aber ich denke, das wird. Smartphone-Betriebssystem haben wir mal gefragt, wie viele nutzen jetzt eigentlich diese Smartphone-Dinger? Also ansonsten nutzen 60% Android, 16% nutzen iOS und dann haben wir EOS 8%, LinuxOS 5%. Ich finde es stark, dass EOS über LinuxOS ist. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es besonders natürlich jetzt bei den Zuschauern hier liegt, die wir hier gerade haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass LinuxOS noch größer ist als EOS, aber anscheinend ist EOS auch sehr, 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 sehr ich sag mal, ja, bekannt und groß, jedenfalls auch in unserem Kosmos. Ich nutze kein Smartphone, haben wir 4% noch, beziehungsweise 3 Leute. 3 Leute nutzen noch andere Smartphones, Yoda OS, Pure OS, auch ganz abgeschlagen und die hier nutzt keiner, auch kein Ubuntu Touch. Sehr, sehr schade. Sehr schade. Also wir haben viele Android-Nutzer. Ja, ungefähr Android, iOS ist ungefähr, was auch der Marktwert spiegelt, so von der Verteilung her auch. Aber tatsächlich, ja, die anderen Smartphones oder Smartphone-Betriebssysteme haben wir auch zum gewissen Teil. Wenig, aber zum gewissen Teil. Und Ubuntu Touch finde ich schade, dass das keiner nutzt. Yoda OS hätte ich auch höher eingeschätzt. Aber stark. Wir müssen Gas geben. Wie bewertest du den Einfluss großer Unternehmen wie Microsoft oder Google auf Linux und freie Software? Wir müssen aufpassen, dass sie unsere freie Software nicht kaputt machen. Vielleicht war es auch so eine gewisse Fangfrage, die ich gestellt habe, weil die Sache ist, da können wir eigentlich relativ gut aufpassen, weil wir selber in der Hinsicht eigentlich unabhängig sind. Aber was ich stark finde, was Frank Kalitschek gemeint hat, letztens in der Podiumsdiskussion gestern, dass er fast gebeten wurde, seinen Vortrag abzuändern, weil Microsoft auf einer Linux-Veranstaltung Hauptsponsor war. Und dann, ja, genau, wäre fast sein Vortrag flöten gegangen. Deswegen. Also Microsoft hat eine Macht auch über uns. Und da müssen wir wirklich aufpassen, in gewisser Weise. Ne? Die Software selber wird nicht erstmal reglementiert, wahrscheinlich, aber trotzdem, sie nehmen Einfluss auf uns. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Ne? Der Einfluss bietet nun Chancen, sagen nur 16%. Ich würde es persönlich höher einschätzen, aber ich denke, das kann man auch so sehen. Aber trotzdem, absolut, ich glaube, da muss man wenigstens so ein bisschen aufpassen, dass wir uns unabhängiger machen. Ne? Ich glaube, wir haben Microsoft auch noch nie für ein Sponsoring bei den Talkstagen angefragt. Ne? Vielleicht haben wir ja im nächsten Jahr auch die Microsoft-Talkstage. Ne? Nein, Spaß beiseite. So, krass, okay. Dann, wie viele Fragen kommen denn noch? Wie viele Fragen kommen denn noch? Ach, okay, das ist dann schon die letzte Frage. Gut, das passt. Dann einmal angenommen, dein Betriebssystem unterstützt einfache, vollautomatische Aktivierung von Software und Komponenten. Schreibfehler. Sorry dafür. Würdest du diese aktivieren? Nein, ich stoße alle Updates manuell an, sagen 65%. Sehr stark. 65% sagen, nee, ich mache Updates selber. Finde ich stark. Hättest du die Zahl so hoch eingeschätzt? ich bin wirklich einer derjenigen, das ist eine etwas längere Geschichte, da will ich so viel Zeit haben. Ich mache es auch automatisch. Ich mache es sogar automatisch mit dem Rolling Release, wo viele dann sagen, um Himmels Willen, was ist das denn für einer? Ich habe aber in all den Jahren, wo ich das mache, kannst du an 3 Fingern abzählen, wo mal was schiefgegangen ist. Und deswegen bin ich ein Verfechter davon, dass man diese automatischen Updates allein aus Sicherheitsgründen machen sollte. Ja, Punkt. Genau,
Ich auch. Ich genau deswegen, Sicherheitsgründe. Und du, ich habe 3 verschiedene Linux-Rechner, die ich die ganze Zeit nutze. Und da 3-mal jeden Tag dasselbe Update zu machen, sehe ich nicht ein. Und von daher habe ich tägliche Aktualisierung aktiviert. Fertig, der macht alles. Aber ist okay. Machen 35% würden das Ganze machen. Generell die 10%, die sollen sich mal meinen allerletzten Vortrag anschauen heute über den Linux Assistant. Das wird sehr spannend. So, gut, das wäre es gewesen. Welche Distribution verwendest du dein Hauptsystem? Das können wir natürlich jetzt nicht auswerten in der Zeit. Wir haben, ich scroll einfach mal durch, dann sehe das einfach mal, dass es auf Videos ist. Windows haben wir einmal sehr stark. genau, das wäre es gewesen. Und dann kommen, glaube ich, die E-Mails, die wollen wir nicht. Ach, wie würdest du dich mal am besten beschreiben? Vielleicht auch nochmal. 51% normale Linux-Nutzer. 35% sagen, sie sind fortgeschritten und 14% sind Linux-Anfänger. Willkommen, alle Linux-Anfänger. Willkommen, alle anderen. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Und dann, ja, wie alt bist du? Das können wir eigentlich auch noch machen. 41 bis 60 tatsächlich. Wir sind auch relativ, ist die Zuschauerschaft erwachsen. Haben wir auch im Talk gesehen, dass sind da tatsächlich eher die Älteren unter uns sind. Aber hier die 21- und 40-Jährigen sind da auch da. Und dann kommen wir zu den E-Mail-Adressen, oder? Nein, egal. Das ist egal. Ich denke, wir haben erstmal genug. Ich kann hier nochmal durchscrollen, dass ihr es einfach mal seht. Wichtig ist, dass ich die E-Mails nicht zeige. So, ja, E-Mails zeigen wir nicht. Das wäre es gewesen. Ich würde sagen, wir gehen ab in den Vortrag von Pauke Großhaberon über ungefähr 10 Tipps auf Debian 11. Ich habe mir sagen lassen, es sind sogar genau 11 Tipps. Wäre auch ein toller Titel gewesen. Wollte aber nicht mehr abändern, das wäre viel zu viel Arbeit gewesen. Sehr, sehr viel Spaß mit dem Vortrag von Hauke Großhaberon. Viel Spaß!